Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und wir sind live, Leute, heute am Digi-Dienstag um 18 Uhr, meine lieben Zuschauer. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Erstmal ein Hallöchen an Black Lion, an Nyra. Schön, dass du wieder da bist. An Ugdia. Ich weiß nicht, soll ich Ugdia überhaupt sagen? Woher kommt denn eigentlich dein Name, ne? Nebenbei erwähnt. Dann ein Hallöchen an Sobik, an MSX, Waifu, an Maxtasy, an Stardro und natürlich an alle anderen, die vielleicht jetzt gerade noch am Lurken sind und die jetzt noch nicht live sind. So, Moment, ich muss mal ganz kurz das Mikrofon adjustieren hier. Genau, so sieht's aus, Freunde. Heißt euch herzlich willkommen. Ihr könnt gerade noch nichts hören. Aber jetzt haben wir mal Musik wieder angemacht, ne? Wir lassen heute wieder eine Playlist laufen. Ich kann gleich erklären, warum. Genau. Kommt von einem Passwort, das ich gemacht habe. Ah. Interessant, Ugdia. Also ich nenne dich jetzt einfach Ugdia. Ich finde das irgendwie lustig. So. Sollte soweit alles passen. Genau, ich kann das Menü bedienen. Alles passt. Controller scheint aufgeladen zu sein. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Gleich zu Beginn. Der letzte Digimon-Stream war ein Stream, der nicht aufs Stream-Archiv gekommen ist. Also falls ihr das gerade hier auf YouTube seht, ihr seht einige gelevelte Digimon und die habe ich in einem Level-Stream gemacht, wo ich mit den Zuschauern über dies und jenes geredet habe. Also nicht wundern, ich habe nicht Story weitergespielt, ich habe nur ein bisschen, ja, gelevelt, wenn man so möchte. Likeate, schön, dass du einschaltest. Die Ordensfestung ist anwesend und es gäbe nur Probleme. Siehst du mal, Saru, ne? Aber schön, dass du am Start bist. Oga, schön, dass du einschaltest. Bin ich auch hier ein Digimon? Wenn nicht, welche Digimon gibt's da? Na, müssen wir mal gucken, Nyra. Bis jetzt bist du noch keins. Du kannst aber gerne eins benennen. Wenn wir einem begegnen, das ich frisch materialisiere und ich sage, ich suche einen Namen dafür, dann kannst du das gerne benennen. Da kannst du einen Namenvorschlag machen, können auch deinen Namen als Monster nehmen. Na, als Digimon in dem Fall mache ich gerne. Miklas, schön, dass du einschaltest. Kein Problem, wir haben gerade erst angefangen. Sudomon, Lilimon und Mega Sidramon ist aktuell mein Team, basically, ja. Also ich habe jetzt, das habe ich sehr random zusammengelevelt, sage ich ganz ehrlich. Auf der Rückbank haben wir auch ein paar Weirdos. Ja, es ist einfach nur random zusammengelevelt und wir wollen einfach mal schauen, wo der Weg uns hinführt. Es sind auf jeden Fall drei Ultra-Level-Digimon, die zu Mega-Digitationen werden können, denn manche können nicht bis aufs Mega-Level gelangen. Gibt's Dokunemon in Digimon World DS? Ich glaube fast nicht. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich kenne nicht alle Digimon auswendig, die es hier gibt, aber ich glaube, dass es nur Kunemon gibt und nicht Dokunemon. Aber ich könnte mich irren. Ich könnte mich tatsächlich irren. Steven, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Falls ich heute ein bisschen leiser rede als sonst, ich habe schreckliche Migräne. Ich möchte trotzdem ein bisschen mit euch gemeinsam spielen. Also nicht wundern, falls ich ein bisschen leiser rede als sonst, ne? Dann noch gute Besserung an dich, Nyra. Das ist sehr cool, Ugdia. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört von jemandem, der sagt so, ja, Dokunemon ist mein Favorite. Samstag aufgefallen am Schluss, dass es ein bisschen abgebrochen ist, Livestream. Echt? Black Lion? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist ein bisschen abgebrochen. Abgebrochen im Sinne von, ich überlege mal, was habe ich Samstag gespielt? Samstag haben wir, glaube ich, sogar Final Fantasy gespielt. Nur Kunemon ist im Spiel. So sieht's aus. Und Sobik, nochmal Dankeschön. Großes, großes Dankeschön an dich, Sobik. Ich lese immer am Ende meiner Videos die Sponsoren durch und ich sehe immer, wer die ganzen Goldsponsoren sind, die Goldmitglieder. Und Sobik, ich danke dir nochmals für deine dicke, fette Unterstützung. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich hoffe, dass du mich weiter da unterstützen wirst und auch nochmal für alle, die das gerade auf YouTube sehen oder auch die gerade auf YouTube zuschauen. Es gibt sowas wie eine YouTube-Mitgliedschaft bei mir. Da kann man mich finanziell unterstützen, bekommt dafür ein paar Emotes und wird gekennzeichnet als Mitglied meiner persönlichen Bailey-Squad. Ne? Und wenn ihr zum Beispiel Kommentare schreibt unter meine Videos, dann kriege ich eine Liste von allen Kommentaren, die meine Bailey-Squad-Member geschrieben haben. Und dann kann ich eure Kommentare basically nicht übersehen, wenn euch das zum Beispiel interessiert. Unter anderem ist es halt einfach eine freiwillige Unterstützung, ne? Und wenn ihr da zum Beispiel das höchste Tier macht, die Goldmitgliedschaft, wenn ihr die abschließt für mich, dann seid ihr quasi auch Sponsoren aller Videos. Also alle YouTube-Mitglieder sind Sponsoren
Und die Goldmitglieder, die lese ich namentlich am Ende vor. Die lese ich jedes Mal von vorne vor. Eine Zeit lang habe ich immer, also wenn sich nicht viel getan hat, das gecopy-pastet. Aber ich habe jetzt einfach mehr angewöhnt, das einmal nochmal neu einzusprechen am Ende, ne? Und es heißt, ja, dass das immer eine persönliche Dankesagung am Ende aller meiner Videos ist, wenn man eine YouTube-Goldmitgliedschaft bei mir hat. So. Das Digi-Squad ist, genau, digitationstechnisch ist das die Reihe von Gabumon. Das hat einen Grund, ich kann den auch erklären. Und Danny, mein Freund, schön, dass du einschaltest. Billy, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen im Stream. Was ist das für ein Digimon-Spiel? Das ist Digimon World DS für den Nintendo DS. Das gab es nie in Deutschland. Und wenn du das jetzt spielen willst und nicht physical, also nicht physisch drankommst, dann kann ich dir empfehlen, dass du das auf einem Emulator spielen kannst. Da gibt es einen Emulator namens Desmium. Der wird so geschrieben. So wird der geschrieben. Und den kannst du dir loaden und dann kannst du nach dem ROM suchen. Ich darf es nicht sagen, woher du es kriegst, aber Digimon World DS. Danach darfst du suchen und dann kannst du mich supporten. Und Nyra! Ehre geht raus an dich! Ehrenfrau am Start. Nyra hat gerade geupgradet zu Billy Squad Gold. Weißt du was, Nyra? Absolut ehrenhaft. Ich freue mich sehr, gerade die Goldmitgliedschaft. Ich erwähne dich namentlich am Ende von jedem Video. Und wenn die halt aktiv bleibt und so, das unterstützt mich mega, Freunde. Wenn du das machst, Nyra, ich habe auch gesehen, dass du deins erweitert hattest. Wenn du das machst, wie gesagt, kannst du auch ein Digimon aussuchen. Ich kann nachher durch die Liste gehen, was wir alles materialisieren können. Kannst du auch irgendeins einfach benennen, also nach dir benennen, was du möchtest. Und das nehme ich auch im Team mit, versprochen. So, paar Tyranniden in den Stream lassen, so sieht's aus. Mal gucken, was geschrieben worden ist. Freunde, wie geht's euch eigentlich allen? Mir geht's übrigens soweit ganz gut, bis auf meine Kopfschmerzen. Wirklich krasse Kopfschmerzen. Aber ansonsten geht's mir gut. Das ist lieb von dir, Maxisi. Ehrenmann des Tages hier wieder. Das ist richtig. Dokudemon macht auch in Adventure Zero Two einen Auftritt. So, ich trinke mal kurz was. Und dann berichte ich euch mal, wie es weitergeht, ne? Oh, Demi, dir geht's nicht so gut. Magst du drüber reden oder sollen wir dich einfach nur ablenken mit ein bisschen Unterhaltung hier? Etwas warm draußen, drin geht es. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir wirklich kurz für den Stream eine kurze Hose anziehe, weil es ist, oh Bruder, das ist wirklich warm gerade. Aber nur als Background-Character, genau wie Sneemon, ja? Das ist gut möglich. Sneemon übrigens, sehr underrated. Darfst du hier nicht schreiben. Okay, Demi, das ist in Ordnung, wenn du das nicht machst. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du damit gut klarkommst und gute Besserungen für dich persönlich, je nachdem, was es ist, natürlich, ne? So. Warp, Tyranniden anwesend oder einen Assassinen, ne? Ist halt einfach so. Elpiri, schön, dass du einschaltest. Sehr herzlich willkommen. Es freut mich, dass es dir gut geht. So. Thomas Smartphone auch am Start. Okay. Gönn dir. Gönn dir, was dich glücklich macht, ne? So. Jetzt ganz wichtig, ich weiß, ist doof, aber es ist mir wirklich zu warm und vielleicht finde ich schnell eine kurze Hose. Freunde, ich hoffe, es ist okay für euch. Ich beeile mich ganz, 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 ganz schnell. Ich bin sofort wieder da, Leute. Ich trage Hosen, ja? Also ich würde hier nicht in Shorts oder so sitzen, sagen wir es mal so. So, mal gucken. Nyra schreibt, Belias, ich mag dich einfach und liebe deine Digimon-Videos. Und dein benannter Proximamon lebt schon seit 67 Tagen in seinem Vital Bracelet. Das freut mich doch, Nyra. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, dass dir meine Videos gefallen. So. Ich habe mich übrigens umgezogen, ja. So, was wird hier geschrieben? Dostosels schreibt, glaubst du, es könnte cool sein, sich mit Freunden Digimon Cross Wars auf Deutsch anzugucken und sich zusammen über die Synchro lustig zu machen? Das könnte extrem cool sein. Denn Cross Wars, also Fusion, hat eine schreckliche Synchro. MZX2FO sagt, könnte heulen, wollte gerade den Tomberry-König in Final Fantasy VIII besiegen. Und es ist nur um wenige Sekunden des Timers gescheitert. Ey, das ist Pain, wenn das passiert, ne?
Ist mir auch schon mal in einem Run von mir passiert. Nova, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. So, eine Frage, sagt Billy. Hast du schon mal Digimon Story Cyber Sleuth gespielt? Oh ja, das habe ich nicht nur einmal gespielt. Ich habe es insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgespielt. Ich habe das auch 2 Mal gestreamt, ne? Einmal habe ich zum Beispiel einen, ich weiß gar nicht, ob das ein 100% Run war. Nee, ich glaube, normal gestreamt. Dann später habe ich es nochmal neu gestreamt, weil es nicht auf dem Stream-Archiv war und ich es unbedingt aufs Archiv haben wollte. Und dann habe ich es quasi ein 3. Mal gespielt, denn ich habe einen eigenen Modpack dazu gemacht, Billy. Es gibt ein, wenn man die PC-Version spielt, gibt es ein von mir zusammengestelltes Modpack für Digimon Story Cyber Sleuth. Wenn du das mal bei Google eingibst und du gibst ein Digimon Story Tamer's Fate, dann wirst du zu meinem Video geleitet, wo dir erklärt wird, wie du das Modpack installierst. Genau, es gibt ein Modpack und das habe ich gemacht. Also zusammengestellt. Ich habe nicht die Mods gemacht natürlich, sondern ich habe mir tolle Mods rausgesucht, die gut zusammen harmonieren und habe dann ein Pack draus gemacht. Und habe ein Tutorial-Video gemacht, wo man es runterladen kann und wie man dieses Modpack installiert. Ein kompletter Installationsguide. Und in den Kommentaren auch viele Hilfen für Leute, die Fehler gehabt haben dabei, ne? Und genau, also es lohnt sich, das ist cool. Da gibt es über 127 neue Digimon, die ins Spiel hinzugefügt werden. Da gibt es neue Superbosse, da gibt es neue Equipment-Gegenstände, da gibt es ein Rebalancing, da gibt es wirklich viele coole Sachen tatsächlich. Also ich persönlich habe die besten Sachen rausgesucht. Dankeschön, Maxxy, für den Link. Also ich kann es empfehlen, unbedingt, aber es ist für die PC-Fassung halt, ne? Geht nur bei der PC-Fassung, das Modpack. Digivolvieren ist halt schon traurig, dass das so heißt dort, ne? Du Stusels in Cross Wars in der deutschen Übersetzung. Thunderbrawl! Boah, schluck auf. Thunderbrawl und John, schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen! Richtig, die Spiele sind nie in Europa erschienen. Und Xernox, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für den 45. Monat Resub. Dankeschön für deinen Support. Volvakia, herzlich willkommen! So, Sobik fragt, wie gefällt dir das Spiel bisher? Zu empfehlen? Habe die letzten Streams nicht mitverfolgen können. Also ich kann dir schon mal sagen, ich habe jetzt fast alle Digimon Story Spiele gespielt. Es gibt ja mehrere, insgesamt 5, die aktuell released sind. Ich habe 4 davon gespielt. Da gibt es einen Ableger, der ist im Cross Wars Universum. Und den habe ich natürlich jetzt noch nicht gespielt. Der ist auch nur auf Japanisch. Und ich muss sagen, von allen 4 Digimon Story-Games, die ich gezockt habe, ist es zumindest abseits von Cyber Sleuth Hackers Memory, das finde ich am besten, abseits davon, von den Pixelated Games, ist es der beste Ableger. Also ich persönlich bevorzuge das, was ich gerade spiele, weil es fühlt sich stimmiger an. Es fühlt sich an, als ob da mehr dahinter steckt, als hinter Lost Evolution oder hinter Digimon World Dawn und das, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben. Lord of the Knights, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. So, wer kommt denn auf das Wort Digivolvieren? Also die deutschen Synchrosprecher von Digimon Fusion. Dennis, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ey, weißt du was, Dennis? Es gäbe tatsächlich noch mehr Black Digimon, aber natürlich nicht uns die Bekannten von den Digi-Rittern aus der Adventure-Staffel. Man muss dazu sagen, den Vorschlag hast du ja gemacht unter einem Video. Und Shadow Wolf, erstmal schön, dass du einstellst und Dankeschön für die Bits. Das hast du ja als Kommentar unter dieses Video geschrieben, Dennis, ich erinnere mich. Und ich habe was Ähnliches in die Richtung geplant. Wir haben ja, glaube ich, schon ein bisschen so am Ende so überlegt, oh, vielleicht könnte es ja so von diesen Rookies irgendwelche Evil-Dicky-Ritter geben oder so, ne? Die eigene... Warte mal. Boah, weiß ich gar nicht, Black Lion. Du musst mal gucken, ob das wirklich abgebrochen ist. Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Ist es wirklich abgebrochen? So. Rexillian, mein Freund! Zadoran, herzlich willkommen an euch beide! So. Ja, Sadro, ich stimme dir zu. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Yeah, mit Leomon-Mucke. Let's go. Genau, wir wollen jetzt erstmal ein paar Viecher umklatschen. Das machen wir jetzt auch. Wenn ihr lieber die Ingame-Musik haben wollt, sagt ihr mir Bescheid. Ich habe jetzt halt
auf die. Ich habe jetzt halt eine Playlist angemacht mit Digimon Game Music und habe mir gedacht, weil das halt, weil es immer mit dem Speed-Up und so. Ich habe eh schon Kopfschmerzen, vielleicht verursacht das auch bei anderen Leuten Kopfschmerzen und so, ne? Deswegen. Baba Team, einfach true, ne? So, dann gucken wir mal. So, aber der Anteil an unnötigen Dialogen ist da hoffentlich nicht so hoch. Hier in dem Spiel? Nee. Hier hast du richtig. Das meine ich so, Big. Es wirkt mehr, als ob. Also, es wirkt, als ob dieses Spiel, was ich gerade spiele, mehr Substanz hat. Als ob das mehr Inhalt hat. Verstehst du, wie ich meine? Weil die Texte sind knapp und kurz, aber dafür aussagekräftig. Es gibt halt. Es ist halt keine tiefgründige Story. Das darf man halt bei dem Spiel leider nicht erwarten. Aber es ist auf jeden Fall schon etwas. Und ich persönlich finde. Die nächsten Digimon-Story-Spiele sollten sich ein Mittelding aussuchen zwischen Digimon World DS und Digimon World, Digimon Story, Cyber Sleuth Hackers Memory, richtig. So, Hopi, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Oh, was hast du dir Leckeres bestellt, Myra? So, wir gucken mal, ich will versuchen, dass wir hier einmal rauskommen aus dem Gebiet. Maxi sagt, naja, die meisten Digimon-Spieler haben keine wirklich tiefe Story, das stimmt. Das Einzige, was ich halbwegs als eine halbwegs tiefe Story betiteln würde, wäre Hackers Memory und Cyber Sleuth vielleicht noch, ne? Also, das ist auch nicht wirklich tief, aber schon tiefgründiger, definitiv. Also, das ist schon, ich finde, Cyber Sleuth und Hackers Memory haben schon tiefgründigere Stories. Aber auch als, naja, vielleicht noch Survive, ne? Über Survive, das ist eine Geschmackssache, aber würde ich auch sagen, genau. Survive würde ich auch noch sagen, aber die älteren Digimon-Spiele hatten nie eine wirklich tiefgründige Story, aber das haben sie auch zum Teil gar nicht unbedingt gebraucht. Also ich hatte das Gefühl, so ein Mittelweg wäre besser, so ein Mittelweg zwischen Cyber Sleuth und diesem Spiel hier zum Beispiel oder ein Zwischenweg zwischen Cyber Sleuth und Digimon World 2003, wenn ihr versteht, wie ich meine. Würde mir mehr zu Grimmon wünschen aus Dawn und Dusk, oh, ich auch. Ohne Witz, es kommt ja ein Dawn und Dusk Remake raus oder ein Remaster von jemandem, also jemand editiert das, macht einen Mod dazu, gemoddetes Spiel mit sehr, sehr vielen neuen Inhalten und ich hoffe, dass sie dieses Digimon auch einfügen, weil die Modelle sind ja schon da. Und Ragnar! Ich hoffe, dir geht's gut, mein Freund. Dir geht's nicht gut, ne? Aber trotzdem, ich hoffe, zumindest. Vielleicht lernen sie draus für zukünftige Projekte. Das Problem ist, dieses Spiel, was ich gerade spiele, ist älter als Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Sie haben also quasi ihre Route in diese Richtung gedreht. Ich persönlich würde mich aber sehr freuen, wenn sie wieder ein bisschen zurücktreten würden. Ne? Ich will demnächst auch irgendwann mal ein Video machen, wo ich sage, was wir uns alle vom nächsten Digimon-Spiel erhoffen. Das wollte ich schon länger machen. Es gab nämlich ein paar geile Kommentare in die Richtung. Ich habe ein Video gemacht, das neue Digimon-Game oder das erwartet uns. Und da sind in den Kommentaren sehr, sehr, sehr viele tolle Kommentare, die ich definitiv da mal featuren möchte. Und deswegen wird das auf jeden Fall mal als Video demnächst kommen. Na, ich hoffe es auch, dass sie das merken. Ich stimme dir tatsächlich zu. Wir müssen zu Stevie Jungle, okay. Machen wir das mal. Back to Jungle. Humankind, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. So, bevor wir das machen, können wir doch nochmal hier ein Digimon, warte mal, konvertieren für Nyra. Ich guck mal, ob wir schon ein Dorumon haben. Ich glaube nicht, aber vielleicht findest du ja irgendwas, was dir halbwegs gefällt. Wir haben Renamon, haben wir schon. Aber Nyra, mach dich mal bereit. Ich gehe gleich durch die Liste durch. Also schau gleich mal. Ich zeig dir, welche Digimon wir haben. Das Wetter ist wirklich super, tatsächlich. Also ich habe mir extra eine kurze Hose sogar angezogen. So ein Allmann bin ich. Ich liebe meine kurzen Hosen zu Hause zumindest sehr. Da bin ich ein Allmann, das ist mir egal. Socken ausgezogen, kurze Hose hier. Ich will jetzt noch einen eiskalten Eistee, den habe ich leider nicht, ne? Genau. Ja, da hast du recht, Maxi. Du hast eigentlich recht, wenn man so möchte. Ich trinke mal kurz was. Ey, gebratene Nudeln mit Ente und Erdnusssoße klingt doch mega geil. Als Nachtisch noch ein Sashimi. Ist nicht so meins. Ich mag es mehr, wenn es auf dem Sushi drauf liegt. Ey, mega geil, Humankind. Gönn dir, ne? Das klingt doch mega gut. Das ist doch Feeling, oder? Nee, ich würde niemals... Ich sagte, Ragnar, ich sag's dir, wie es ist.
Tennissocken ziehe ich definitiv nicht an. Erstens nicht. Und schon gar nicht mit Sandalen. Ich bin ja Barfuß-Johnny, aber nur zu Hause eher. Ne? Definitiv. Ich bin gerne barfuß, wenn es warm ist. Das ist nicht gut. So, wir gehen jetzt einmal durch. Also wir haben hier Tokomon, das würde ich nicht empfehlen. Das haben wir im Prinzip schon. Wir könnten einen Otamamon machen. Wir könnten einen Hagurumon machen. Wir könnten einen Wormon machen. Wir könnten einen Terriamon für dich machen. Wir könnten einen Pornchessmon für dich machen. Ein... Lass mich gucken. Ein Gilmon, theoretisch. Ein Gizamon. Ein... Lass mich gucken. Monsaemon würde auch gehen, Nyra. Ein Floramon jetzt eher nicht. Das habe ich schon gehabt. Es sieht schlecht aus. So viele habe ich gar nicht. Theoretisch vielleicht ein Barkemon eventuell. Aber ja. Das war es aktuell einfach. Siehst du mal, der ist fast 69. Also falls du eins davon willst, sagst du mir Bescheid. Nyra. Humankind sagt, kann ich verstehen mit den Füßen, aber es ist halt echt gesund und fühlt sich frei an. Es ist halt so, ne? Also ey, es ist geil, ne? Sandalen ist auch nicht meins. Ich sitze halt zu Hause ohne Socken. Hast du ein Digimon mit 420? 420 Blazed? Ne, leider nur 4-5 oder 4-35. So. Sandalen mit Socken sollte strafbar sein, finde ich auch, du Thomas, finde ich auch. Sonny Black, mein Freund! Ich weiß nicht warum. Darf ich dich nochmal fragen, Sonny Black? Ist dein Name von Bushido inspiriert? Really, alle Ultras aus Digimon Zero One und Zero Two gegen Beelzemon, wie würde der Kampf aussehen? Alle, die vorkommen, cool. Ich bin übrigens früher, ich höre den jetzt nicht mehr so, aber als ich so 13, 14 war, glaube ich, 14, 15 vielleicht, habe ich auch sehr viel Bushido gehört. Und wenn ich jetzt zurückgucke, manchmal aus Nostalgie höre ich noch ein paar Lieder. Ich bin gar nicht so Deutschrap-mäßig, gar nicht. Also Deutschrap ist nicht mein Gebiet. Ich höre nur eigentlich fast nur englische Musik. Aber da bin ich dann mal ganz, also da bin ich ganz außen vor. Bushido kann man sich tatsächlich geben, der macht gute Musik. Also der hat echt gute Musik gemacht. Deswegen, ich erinnere mich da immer dran, wenn ich das höre. Ich das lese. Gute Frage, würden die gegen Beelzemon gewinnen? Wie würde der Kampf aussehen? Das ist eine gute Frage. Einige würden draufgehen. Beelzemon ist richtig strong. Die Frage ist natürlich, Beelzemon normal oder Beelzemon Burst Mode? Also nicht Burst Mode, Blast Mode. Blast Mode. Ich würde sagen, wahrscheinlich Beelzemon, wenn man nur die Ultras nimmt von den Digi-Rittern. Ne? Wenn du jetzt nur die nimmst von den Digi-Rittern, dann würde Beelzemon definitiv gewinnen. Aber wenn du alle Ultras nimmst, die im Anime vorgekommen sind, dann wird es schon schwieriger für Beelzemon. Aber Beelzemon, gerade im Blast-Mode, ist wirklich strong. Alles klar, Humankind, ich wünsche dir viel Spaß. Jibakoma, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Nee, Sonny Black, die würden alle 8 sterben. Die würden alle 8 vernichtet werden. Von Beelzemon, definitiv. Wobei halt wirklich, ich glaube, seine größte Herausforderung, wenn es nur die Ultras sind, ist vielleicht Magna Angamon und Angewomon zusammen. Was Dusel sagt, erstmal hier, was bei Digimon Fusion auch schrecklich ist, sind die Namen. Mikey und Angie finde ich in Ordnung. Aber wer kam auf die Idee für Jeremy und Christopher? Einfach true. Genau, was Sadro sagt, Beelzemon könnte verlieren gegen Magna Angamon, ist gar nicht mal unwahrscheinlich. Aber genau, man muss bei Beelzemon, muss man aber darauf achten, welchen Beelzemon meinst du, ne? Meinst du Beelzemon von den, Gilmon? Okay, dann machen wir Gilmon. Wenn du meinst, Beelzemon von den 7 Dämonenkönigen, gewinnt Beelzemon safe. Wenn du, also die auch gegen Magna Angemon, also die haben gegen den echten Beelzemon keine Chance. Da Beelzemon doch glatt und nie verkörpert, frisst er nicht die Daten, um stärker zu werden? Ja, definitiv. Alle Digimon können Daten laden, aber Beelzemon hat eine Veranlagung dafür, Daten zu laden. Wie wir zum Beispiel auch in, Beelzemon? Nee, Beelzemon, definitiv, weil es kommt von Beelzebub. Und es wird Beelzemon ausgesprochen, weil Beelzemon, also Beelzebub ist, es kommt von Beelzebub und das ist ein Dämon aus der Bibel. Beelzemon oder Beelzebumon, richtig. Beelzebumon ist die japanische Variante, genau. So, Gilmon ist geboren worden. Für Nyra, dankeschön nochmal für deine YouTube-Gold-Mitgliedschaft. So, dann gucken wir mal. Dann nennen wir den mal Nyra.
So, Nyra werden wir auch gleich mal ins Team mitnehmen. Und bevor wir das machen, müssen wir theoretisch noch einmal... Wer erkennt die Musik, die gerade läuft im Hintergrund? Ja, merkst du sie? Das ist, die Thematiken werden dort aufgegriffen. Finde ich tatsächlich cool. Ich finde es cool, wenn die Thematiken so interessante Bereiche einfach mitnehmen. Ah, ich weiß, was du meinst, Black Lion. Ja. Es ist aus Digimon World 4, ja. Ich weiß nicht, welche Map. Ich glaube, die erste oder so. Digimon, die geladen wurden, sind die für immer verloren? In den meisten Fällen ja, aber nicht immer, weil die grundsätzlich ein Teil des neuen Digimon werden. Manchmal haben sie einen starken Willen und überleben als Daten in diesem Digimon. Das ist aber sehr selten der Fall und bis jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich groß vorgekommen. Digimon World 2003, sagst du, Steven? Ich glaube, das ist Digimon World 4. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt wollen wir hier erstmal raus. Und wir müssen noch einmal für die Digimon-Benennung. Da wollte der Max sie einmal aushelfen mit Monster benennen einmal. Das Lied ist nicht von Final Fantasy tatsächlich. Dankeschön, Max sie. Nur Bagramon zumindest in dem Anime. Richtig, genau. Also es ist, im Anime gibt es, glaube ich, keine Fälle, wo das der, wo im Prinzip die Daten trotz ihres Ladens weiter existiert haben. Ja. Dankeschön, Maxi. So, no problemo, Streamerino. Haben die eigenen in den Staffeln nach Tamers vergessen, dass es dies gibt? Was genau? Haben die, ob die, das mit dem Laden? Digimon Laden? Nee, in Frontier werden auch Daten geladen. Ah, Bolero ist aus, ich glaube, Frontier, oder? Täusche ich mich? So, wir gehen einmal, nee, nicht Exit Farm. Ich will einmal bitte Digimon Liste. Und ich hätte gerne, wir müssen einen raushauen. Ich mache erstmal Claw raus. Und zwar in Bank. Ja, in die Bank. Und dann wollen wir einmal Nyra ins Team holen. Gute Party. Ja. Jay, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich meine, das war auch nur auf Bagramon zutreffend, ja. So, Nyra bleibt erstmal auf der Backrow, um ein bisschen zu leveln quasi. Ich guck mal kurz, was man theoretisch braucht, um Nyra zu digitieren. Okay, also wir haben noch nicht alles für Growlmon, aber das ist doch schon mal cool. Oder Fehler, aber da ist es auch nicht drauf. Wenn es der Samstagstream war, Black Lion, dann habe ich den wahrscheinlich noch nicht hochgeladen. Weißt du, wie ich meine? Den muss ich wahrscheinlich nochmal hochladen. Also der ist halt noch nicht auf dem Stream-Archiv. Den wirst du wahrscheinlich, ich denke mal, ja, so Donnerstag oder so auf dem Stream-Archiv finden, denke ich. Dass das Laden und Digicross doch unterschiedlich ist? Ja, definitiv ist das mega unterschiedlich. Wiedergeboren werden geladene Digimon also nicht mehr? Nee, die werden definitiv nicht einfach wiedergeboren, das ist richtig. Solange die Daten sich weiterhin in dem anderen Digimon befinden, werden sie nicht wiedergeboren. Ja. Ja, und wie gesagt, Digicross und das Laden ist vollständig unterschiedlich. Also wir müssen nach Steamy Jungle oder so, ne? Um die Story dort weiterzuführen. Ja. Welche Megaform von Agumon ist denn eigentlich die stärkste, fragt John. Ich würde so weit gehen und sagen, Agumon Bond of, also Bond of Courage. Also im Prinzip das Band des Mutes. Agumon Band des Mutes, würde ich sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Oder Bravery, ne? Nicht Courage, sondern Bravery. Ja, würde ich auch sagen. Das ist nicht Dawn, das ist Digimon World DS. Was wurde eigentlich aus der Trillerpfeife aus dem allerersten Digimon-Film? Oh, interessant. Ich glaube aber nicht, dass die Trillerpfeife selbst der Grund dafür war, Nyra, dass Greymon so stark wurde, um Parrotmon dann zu atomisieren, sondern ich denke, dass es mehr... ich denke, dass es mehr einfach die Kraft war, die Kari dadurch Agumon gegeben hat. Ob das Digitama mitgeladen wird oder nicht, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher.
Und Panjusel. Ich soll nicht mehr Panjusel sagen, ne? Panju, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Nicht Victory Greymon? Ich würde sagen, dass Agumon Bond of Bravery stärker ist als Victory Greymon. Aber Victory Greymon ist auch eines der stärksten. Ich weiß nicht, also Bond of Bravery ist halt so dargestellt, dass es im Prinzip ja mächtiger sein muss als Omegamon. Ne? Also sonst hätten sie ja nicht diese Formen angenommen. Was irgendwie weird ist. Zumindest sind sie gemeinsam stärker als Omegamon, sonst ist es ja ein Downgrade. Oje. Gute Besserung, Panju. Bei mir ist es auch so, heute leider miese Migräne, mir geht's echt gar nicht gut. Also an sich geht's mir gut, aber halt Migräne. Und Won, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Oh, er hat einfach eine Pflanze gegessen. Wir müssen uns hier um das Pagumon kümmern. Und das Pagumon hat einfach so eine Pflanze gefressen und hat jetzt Bauchschmerzen davon gekriegt. So. Bondform finde ich richtig episch. Die finde ich auch an sich cool, ja. Es geht. Also hässlich finde ich die... Ich finde sie nicht hässlich, ich finde sie ganz cool, aber es ist jetzt nicht mein Favorite oder so. Also die Bond-Form. Okay, dann sage ich einfach Pan. Ich muss dann immer, bei Pan muss ich immer an Pan von, soll ich dann Pan sagen oder Pan? Weil ich muss immer an Pan von Dragon Ball denken dabei irgendwie. Sehe ich auf Donnerstag den Fehler, was am Samstag im Livestream passiert ist? Ja, du siehst halt, du siehst Black Lion, was du siehst ist halt, du siehst, du siehst das den ganzen Stream halt, so wie ich gestreamt habe, so was halt da passiert ist. Ich weiß gerade nicht auswendig, ob da ein Fehler war oder so. Es kann auch einfach sein, dass du es ja, das Deutsche, nicht Pan dann oder Pan? Pan? Die Panflöte? So. Das stimmt, Thomas. Warum gibt es in Crossroads irgendwie keine Level? Weil die sich gedacht haben, wir lassen Level weg und wir wollen das alles ambitioniert lassen, sodass es irgendwie sich die Leute im Kopf selber überlegen, was für ein Level könnten diese ganzen Formen haben. Die wollten einfach Spielraum lassen für die ganzen Digi-Cross-Formen und haben deswegen die Level weggelassen. Was übrigens meiner Meinung nach eine sehr schlechte Idee ist. Die werfen damit Konzepte über Bord, die lange Zeit schon etabliert waren in der Franchise. Welche 7 Objekte müssen wir suchen, um den großen Pelias zu rufen? What? Das verstehe ich nicht. Okay, dann Pan. Okay, dann weiß ich Bescheid. Das ist doch super. So, Steven fragt. Und was, wenn das Digimon, das andere Daten geladen hat, stirbt? Werden die geladenen Daten wiedergeboren? Ich denke, es wurde nie geklärt. Ich würde persönlich sagen, sie werden dann nicht wiedergeboren, sondern sie werden als Teil von dem Digimon... Oder ich weiß es nicht. Doch, ich denke, dann werden sie wiedergeboren. Ich denke eigentlich, dann werden sie wiedergeboren. Und Rescue Squad, nice to see you. Welcome. Ich sollte was trinken, du hast recht. Heute ist mein Mund auch maximal trocken. Ich sag's euch besser gleich. Ich weiß nicht warum. Der trocknet alle 2 Sekunden heute aus. Ich fühle mich im Moment einfach so, nicht kränklich, aber ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich, als ob mein allgemeiner gesundheitlicher Zustand heute sehr schlecht ist. Und das schon seit ein paar Tagen. Und ja. Keine Ahnung. Ist halt einfach so. Mir ist so schwitzig warm. Ich fühle mich komisch. Immer kopfschmerzig jeden Tag. Nackenschmerzen. Mein Gesicht trocknet irgendwie aus. Mein Mund trocknet aus. Ich fühle mich irgendwie komisch. Vielleicht bin ich ein bisschen dehydriert oder so. Ich weiß es nicht. Digirita Ottmann, schön, dass du einschaltest. Dass Digimon, die sich nicht an ihr früheres Leben erinnern können, gilt das nicht nur in Data Squad, sondern auch allgemein? Das ist halt eine gute Frage, ne? Ich denke, das ist sehr individuell von Digimon zu Digimon und das liegt, glaube ich, eher daran, dass halt, wie gesagt, der Anime sich nicht wirklich an Lore-Maßstäbe hält und die sich halt niemals irgendwie ein Allgemeinbild gemacht haben, was sie haben wollen, also als Lore in ihren verschiedenen Staffeln. Also ich würde sagen, es ist individuell von Digimon zu Digimon unterschiedlich. Ob die ihre Erinnerungen beibehalten oder nicht. So, und was wurde geschrieben?
Warm ist es heute auch draußen und ich sollte was trinken, ja. Ich sollte mehr trinken. Und Herkules! Schön, dass du einschaltest. La? La. Ist echt so. Am besten noch vorm Schlafen gehen warm baden. Das Problem daran ist, ich habe keine Badewanne. Ich müsste, wenn, dann warm duschen. Ja, ich fühle mich auch mies geröstet, ohne dass es so warm ist. Also es ist bei uns 26 Grad. Es ist ja voll angenehm. Also ich finde das Wetter gut, aber ich fühle mich einfach gesundheitlich nicht so gut. Und ich weiß nicht, warum. Nee, Ragnar, bitte nicht solche Thematiken hier im Stream. Nee, Ragnar, nicht sowas. Dann wird nachher noch mein Video demonetarisiert. Genau, da, Pan, das ist gar kein Problem, du kannst es immer fragen. Für mich ist ganz wichtig, die Leute sollen nicht das Gefühl haben, dass jemand hier abgestraft wird, wenn man nicht immer da ist. Du kannst nicht immer alles mitkriegen. Deswegen alle Fragen, so oft ihr wollt. Ich habe kein Problem damit, das öfters sagen, ne? Ist auch nicht schlimm, wenn du es dir nicht merken kannst. Ich freue mich, einfach mit dir zu quatschen oder allgemein hier mit den Leuten mich wieder zu unterhalten, dies, das. Deswegen, wenn du sagst, was ist mein Lieblings-Digimon? Also mein Lieblings-Digimon an sich ist Vedramon. Das ist das Champion-Level von Vemon, aber nicht das aus dem Anime, sondern das aus dem Manga. Also Vedramon heißt das, also Champion-Level von Vemon. Und man muss dazu sagen, ich bin aber auch ein großer Fan von Lugamon. Lugamon ist so ein kleiner Wolf und ich liebe die ganzen Digitationsstufen von Lugamon sehr. Das ist ein relativ neues Digimon. So, dann wurde noch gefragt, kann man theoretisch die Digimon modifizieren? Ja, zu 100%. Man kann Digimon modifizieren, man kann eigene Digimon daraus zusammenbasteln, man kann die Daten verändern. Das machen ja viele Hacker-Teams, wie zum Beispiel das Crack-Team. Um das es heute auch indirekt im Stream geht. Und zwar, ich zeige euch das einmal. So, erstmal kurz lesen. Nyra fragt, ich frage mich gerade, da es ja verschiedene Digi-Welten gibt, ob es auch für die verschiedenen Zonen gilt. Also das Meer der Dunkelheit, der große Server und die Digi-Hölle quasi. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Die Digi-Hölle ist ja die dunkle Zone. Und ja, es gibt mehrere dunkle Zonen. Es gibt mehrere große Server, also verschiedene Arten von Servern. Und also auch, ich weiß ja, Server-Kontinent, ne, aber es gibt auch mehrere Server. Und das Meer der Dunkelheit gibt es aber nur einmal tatsächlich. Das ist so, dass die Digi-Welten mit dem Meer der Dunkelheit verbunden sind. Das ist auch eine der vielen Schnittstellen halt einfach, ne? Allerdings, Zatoran. Genau. Lugamon hast du schon mal gezeichnet. Genau, richtig. Wenn du was zeichnen möchtest, Panjusel. Ich sag schon wieder Panjusel. Pan. Ich muss es mir merken, sorry. Okay, Pan, wenn du was zeichnen möchtest, worüber ich mich auch dann freue übrigens, wäre Vedramon. Wenn du das mal zeichnen möchtest, das sieht jetzt halt nicht so süß aus. Aber wenn du das mal zeichnen möchtest, weil ich finde, du zeichnest auf jeden Fall ziemlich gut. So, Metall Greymon oder Rice Greymon? Ich bin mehr Team Rice Greymon, muss ich zugeben. Herr Ragnar. Ragnar Scarletto. Wir müssen so eine Nuss finden. Wir müssen einen Nüssler finden. Welches Digimon sagst du ist paradoxer? Millenniummon oder Chaosmon? Ich würde sagen... Ich würde sagen Millenniummon von der Idee her, weil es halt durch die Zeit immer wieder aus Neuem entsteht und somit eigentlich niemals gänzlich zu zerstören ist. Also du kannst Millenniummon niemals vollständig vernichten, laut Lore. Oh cool, ich freue mich, wenn du das zeichnest. Ping mich dann einfach, ping mich dann auf dem Discord-Server. Ich guck's mir gerne an. Gute Frage, Lord of the Knights. Ich glaube schon, dass Digimon auch Liebe empfinden können, ja? Würde ich schon sagen. Oh ja, hat Liam das heute, wo hat er das erwähnt in seinem Video, Jiba? Die neuen Digitationen von Impmon? Hat er das irgendwo erwähnt, oder? Weil das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Digitations, also die ganze Digitationsreihe ist sehr, sehr cool. Feier ich sehr.
Millenniummon kann durch einen Snow Agumon mit Digi-Egg deleted werden. Naja, ich sag's mal so. Das Problem bei Millenniummon ist, dass es halt aus. Dass es quasi durch die Zeit reist und dann einfach wieder zu dem Punkt geht, an dem es existiert hat. Das ist ja in der Lore so festgehalten. Das heißt, es kann immer wieder aus dem Nichts kommen. Selbst wenn du es deletest, du deletest es und es entsteht halt einfach wieder. Wenn es das möchte. Oh, interessant, Sadoran. Also das ist nicht offiziell so bestätigt, aber das ist eine sehr, sehr gute Theorie. Genau, Sobik, würde ich jetzt auch sagen. Herkules, du bist so ein Spinner, ne? Herkules. Wie geht's dir eigentlich, Herkules? Welches Thema darf nie fehlen? Richtig, haben Digimon Geschlechter. Das muss man immer erwähnen. Nein, er hat es als YouTube-Post gemacht. Ah, okay. Ich werde es auf jeden Fall früher oder später mal in Videos zeigen, weil ich habe im Moment ein neues Projekt, das ich am Laufen habe. Ich weiß noch nicht, wann das Video kommt. Ich hoffe, ich habe es bald fertig. Und zwar möchte ich euch die Geschichte von Digimon Liberator in Videoform bringen. Ich möchte euch das zeigen. Alles, was es bisher gibt in einem Video. Also Kapitel 0 und Kapitel 1. Und ich werde davon erzählen. Und ich werde alles zeigen. Und ich werde es vorlesen wie eine Geschichte. Mega Bock drauf. Ich suche einen Weg, aber ich finde keinen. What is even happening here? Ach, gerne doch, Herkules. Die kannst du sehr gerne verteilen. Und ja, mir geht es soweit gut. Außer, dass ich miese Kopfschmerzen habe. Ich habe übelste Migräne. Also richtig migräneartige Kopfschmerzen. Mein Gesicht ist irgendwie trocken, fühlt sich ausgetrocknet an. Meine Augen brennen. Ich fühle mich einfach sehr müde und kaputt irgendwie. Oh, cool, Nyra. Das klingt sehr cool. Woher kommt eigentlich die Mutmaßung, dass Duftmon der Stratege der Royal Knights ist? Aus dem Lore-Text von Duftmon, tatsächlich. Also das steht im Lore-Text. Damals, als ich mein Royal Knights-Video gemacht habe, habe ich das zum Beispiel nicht erwähnen können, weil ich den Lore-Text noch nicht hatte. Da gab es noch keinen offiziellen Lore-Text dazu, der öffentlich zugänglich war. Ja, die letzte Stufe sieht mega cool aus, oder, Jibakuma? Genau, das weiß ich. Das ist richtig. Satoran, das weiß ich. Den Part, den meine ich. Das Spiel habe ich. Genau. Das Spiel haben wir hier auch gestreamt, tatsächlich. Also, wir haben die Wonderswan Games, die haben wir gestreamt. Und das mit Ryus Partner, dass der gefused ist mit Millenniummon, das ist auch richtig. Das ist definitiv so. Aber es ist halt nicht bestätigt, dass der Ryo aus Tamers derselbe Ryo ist wie aus dem Adventure-Universum, weil die beiden Universen nicht zusammenhängen. Und Ryo aus Tamers Eltern in der Menschenwelt von Tamers hat und die Menschenwelt von Tamers ist nicht die Menschenwelt von Adventure. Das sind zwei unterschiedliche Menschenwelten. Hoffen wir es so, Mastadro. Drachen und Dino-Digimon, ich auch sehr. Ja, definitiv Herkules, das kann definitiv sein. Ich bin auf jeden Fall sehr busted gerade. So, wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall, Black Lion. Aber das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. Ich werde diese Woche versuchen. Ich weiß es noch nicht, ob es alles so klappen wird, wie ich es möchte. Aber ich möchte eigentlich gerne versuchen, dass wir diese Woche nur Digimon-Streams machen. Eine Woche nur Digimon-Streams. Ich hab Bock drauf. Bisschen Digimon-Action. Genau, und da möchte ich auch noch was zu sagen. Und zwar, ich weiß nicht, wie gut es euch auffällt oder wie gut es rüberkommt, aber ich habe neue Settings vorgenommen an meinem Mikrofon. Was ist da eure Meinung zu? Klinge ich besser? Klinge ich schlechter? Wenn ich mich wegdrehe und rede, dann hört man mich kaum, ich weiß. Aber so, wenn ich so rede? Mein Endgegner, die Labyrinthe. Es ist so. Es ist true. Du hast vollkommen recht. Umi-chan, schönes zu einstellen. Herzlich willkommen. Ich sollte was trinken. Nicht jede Welt hat eine File City, Nyra, und es gibt keine richtige offizielle Timeline von Digimon, da ganz, ganz viele Welten von Digimon unabhängig voneinander existieren und eigene Geschichten haben. Da kommt der Crisp vor meiner Stimme durch, das freut mich. Kein Unterschied, was? Das finde ich schade, weil ich habe extra richtig krass viel Einstellungen vorgenommen,
damit ich mich weitaus besser anhöre. Meinst du so? Soll ich so nah ans Mikrofon sprechen? Aber das ist fantastisch, das freut mich. Davor schon gut, aber das nehme ich als Kompliment. Ich bin so ein Erbsenzähler. Ich bin so, wenn es um Mikrofonqualität geht, bin ich ein Erbsenzähler. Ich versuche aus meiner Räumlichkeit hier, weil die Raumakustik ist unglaublich wichtig fürs Mikrofon, versuche aus der Raumakustik und aus meinem Mikrofon das Beste rauszuholen. Ich bin kein Experte, also ich bin jetzt kein Mikrofonexperte, aber ich bin so jemand, der so ein Erbsenzähler dabei ist und der versucht wirklich alles rauszukitzeln, alles aus der Mikrofonqualität rauszuholen, das möglich ist. Ich bin lauter, okay. Das ist zu nah, okay. Okay, dann so. Ja, das glaube ich dir, Satoran, das glaube ich dir. Und selbst das seltsame Knacken ist nicht mehr zu hören, das ist gut. Also, genau, ich hab versucht, einige Einstellungen vorzunehmen. Ich bin noch nicht vollständig zufrieden, aber ab und zu möchte ich das jetzt machen, dass ich gucke, dass die Qualität sich mal hier und da, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, da, ob ich denn noch was optimieren kann. Das Knacken ist einfach so. Das Knacken, oder? Ist halt einfach so. Hier, Sohan. Leg dich nicht mit Sohan an. Nein, Sohan! Nichts knackt! So, aber ich glaube, so geht's, oder? Geht's so, Freunde? So, Mann. Moment. Ganz kurz. So, entspann dich, Ragnar. Hier ist ein Fizzibubele. Es ist so. Fizzibubele, ich habe nie gehört. Ich kenne diese nicht. Ich kenne keinen Fizzibubele. Bist du dir sicher, Sohan? Einfach Beste. Ach, das ist doch wunderbar, Satoran. Das ist doch wunderbar. Also ich habe mich auch viel damit beschäftigt und ich hole halt einfach aus dem Mikrofon, das ich habe. Es ist ein gutes Mikrofon, aber kein... Also es ist nicht das krasseste, geisteskrankeste, das es gibt. Die Preisklasse ist aber sehr, sehr gut und ich hole halt das Beste raus, was ich kann. Sagen wir es mal so. Gerita Ottmann, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du das sagst, aber ich bin so ein Mensch, ich möchte dann trotzdem. Ich möchte einfach trotzdem streamen. Ich hoffe, ich bin nicht so nah am Mikrofon. Glaubst du, genau, Trinity, schön, dass du einschaltest, mein Freund, wie geht's dir? Glaubst du, Digimon wird mal eingestellt, weil Bandai denkt ja, dass keiner Interesse an der IP hat? Ich denke, ich bin jetzt mal kurz, ich will nicht Doomsday-mäßig sagen, ob Digimon jemals untergehen wird oder nicht. Ich denke, dass wenn Digimon irgendwann untergeht, dass wir Fans es für immer am Leben halten werden. Also Digimon, also die Macher von Digimon, die haben gar keine Wahl, als Digimon einfach aufrechtzuerhalten, weil die können da nichts gegen tun. Wenn sie aufhören damit, machen wir weiter in alle Ewigkeiten. Es wird immer Menschen geben, die Digimon lieben. Es wird Menschen geben, die irgendwann einen eigenen Digimon-Manga machen. Es wird Menschen geben, die eigene Digimon-Games machen. Vielleicht sogar ein paar Verrückte, die irgendwann einen eigenen Digimon-Anime machen. Das heißt, Digimon wird niemals wirklich untergehen. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber, und das ist meine Meinung zu Bandai, ich glaube, dass wenn Digimon nicht sehr, sehr bald einen geisteskranken Durchbruch hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Digimon irgendwann, nicht in nächster Zeit, aber irgendwann als IP komplett eingestellt wird. Nicht in den nächsten 3-4 Jahren, aber irgendwann könnte das passieren. Und Uzumaki-Fan, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen hier im Stream. Sandraga vom Discord, habe ich gehört. Ich hoffe, dir geht's wunderbar. Irgendwann animieren wir einfach unsere eigene Digimon-Serie. Das ist true. Und Digi-Ritter Ottmann sagt, Liam hat doch einmal ein Video darüber gemacht, wie Rio in zwei unterschiedlichen Staffeln existieren kann. Da muss man dazu sagen, dass es einfach auch zwei verschiedene Rios geben kann. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Und Liam hat auch in seinem Video nicht gesagt, dass das ein Fakt ist. Das müsste, da darf man dem Liam das nicht irgendwie... Man darf es ihm nicht schlecht reden oder man darf nicht so sagen, als ob er das gesagt hätte. Er hat in seinem Video gesagt, eine Möglichkeit,
Wie Rio in zwei unterschiedlichen Staffeln existieren könnte, wäre ein Dimensionsportal, das von der einen Welt in die andere führt. Ich kann euch aber sagen, dass das nicht möglich ist und es ist einfach ganz einfach zu erklären. Rio aus Digimon, also was sein kann, ist, dass Rio, das kann sein, eins kann sein, dass Rio aus dem Tamers-Universum kommt und in das, aber wir wissen eigentlich, dass er aus dem, wir wissen aus den Games, dass er aus dem Adventure-Universum kommt. Wir wissen leider aus den Games, dass er aus dem Adventure-Universum kommt. Das bedeutet, er hat in beiden Universen eigene Eltern. Er hat in beiden Universen Eltern. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass es ein Portal ist, aber es ist nicht auszuschließen. Er könnte trotzdem aus der Welt von Tamers stammen, weil dort hat er definitiv Eltern. Finde ich auch sehr schade, Steven. Bedenkt man, mit welcher Qualität die Bausätze von Bandai für Digimon haben, glaube ich nicht, dass die jemals das aufgeben. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht in den nächsten Jahren, Stardro. Wir wissen aber nicht, was in 10 Jahren ist, wenn das niemand mehr interessieren sollte. So, Magnamon hat im Bausatz einfach 5 Finger. Ist das echt so? Ist es falsch? Wie viele Finger hat denn Magnamon? Das weiß ich gar nicht auswendig. Etwas Pfeifenkraut für dich, Ragnar. Klar, weil ich ja sowas auch rauche, ne? So, 3 Finger hat er eigentlich. Uzumaki-Fan sagt, ich fände es cool, wenn man das Card-Game wenigstens auf Deutsch rausgebracht hätte. Für die Kinder, mit denen ich das gespielt hatte, war das Englisch schon echt eine Hürde, glaube ich dir. Und es wäre immer ein Vorteil, das in die diversen Sprachen übersetzt zu bekommen. Ne? Hat Rio sich beim Überschreiten der Welten mit seinem dortigen Ich verbunden? Gute Frage. Oder eine Parallelwelt, dass es 2 Rios gibt. Genau, das ist ja meine Theorie. Ne? Dass es 2 Rios gibt, das ist plausibel. Es gibt mehrere Taichis, das wissen wir. Es gibt mehr als 3 bis 4 verschiedene Taichis, das wissen wir. Und deswegen kann es auch tatsächlich 2 Rios geben in 2 unterschiedlichen Welten. Es kann ein Tamers-Rio geben und ein Adventure-Rio. Und das ist, was ich glaube. Dass die zwar sehr, sehr unglaublich ähnlich sind, aber nicht genau dieselben sind. Es kann nur ein Ragnar geben, Ragnar. Es kann nur einen Bedias und nur einen Ragnar geben, ne? Ist ganz klar. Das ist doch logisch. Genau. Tatoran sagt, dazu habe ich auch nochmal eine Idee. Romstar hatte ja schon mal vor 10 Jahren eine Petition gestartet, für Digimon World Redigitized aus Japan rauszubekommen. True? Die Petition wurde angesprochen sogar. Die habe ich damals auch gepusht. Die habe ich damals auf meinem Kanal gepusht. Also damals habe ich ja schon Digimon World 1 Streams gemacht. Und die habe ich damals sehr, 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 sehr doll gepusht. Es war eine sehr coole Petition. Die ist sogar wahrgenommen worden von wie heißt er noch gleich? Der jetzt letztens gegangen ist. Der zuständig war für Cyber Sleuth Hackers Memory. Es ist auf jeden Fall vom Entwickler wahrgenommen worden. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe seinen Namen auch auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein. Genau. Dann muss man dazu sagen, wir sollten denen natürlich auf die Eier gehen. Wir brauchen mehr Stuff von Digimon. Und gerne auch das Card Game auf Deutsch. So. Digimon-Lore einfach komplizierter als Dark Souls-Lore. Okay, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Dark Souls-Lore nicht aus. Kann ich dir nicht sagen. Nee, mit 130 Umfragen brauchst du die Verlage wirklich nicht nerven. Das stimmt leider. Da müssten wir als euch hier, Liam, ich und alle so, wir müssten da so eine Petition gemeinsam starten, denke ich. Morgen vor den Büros von Bandai Deutschland. Gibt es überhaupt ein offizielles Bandai Deutschland oder nur ein Europa-Bandai? Das ist die Frage, ne? Genau, Dusdusels fragt, 3 bis 4 Thais, wo kommt der 4. her? Also, es gibt einen in Adventure, es gibt einen in Adventure Reboot
Und es gibt einen im Manga. Das sind schon mal 3 Stück. Ich meinte Habu, richtig, Habu war derjenige, der die von Romstar die Petition sogar wahrgenommen hat. So, wir haben diese 3 Taijis. Aus Adventure, aus einen aus dem Manga und einen aus dem Reboot. Und der 4. Taichi ist ein Taichi, wo wir uns nicht sicher sind, weshalb ich 3 bis 4 gesagt habe. Und das Ding ist, dass man davon ausgehen kann, dass der Taichi aus den Tri-Filmen eine andere, oder zumindest aus dem Kizuna-Film, eine andere Timeline verfolgt, eine eigene Realität hat, als der Taichi aus dem Adventure-Film quasi. Also aus Adventure, aus der Serie. Ne? Das heißt, man hätte safe den aus der Serie, also aus Adventure, den aus dem Manga, den aus dem Reboot. Und ein 4. ist eine Option. Denn man muss dazu sagen, Digimon, der Film Kizuna ist storytechnisch nicht vereinbar mit dem Ende von Zero Two. Das ist halt einfach so. Haben Angewomon und Angemon ein Gesicht unter den Helmen? Ich gehe davon aus. Ich nicht, Sado. Definitiv nicht. Also das wäre weird. Sehr, sehr weird. Ich glaube nicht, dass es noch nächste Filme geben wird, The Gamer. Also sehr sicher, dass es da keine Filme... Also, ich hoffe es. Ich wünsche es mir. Aber ich glaube nicht, dass da weitere Filme kommen. Genau, das Dumme ist nur, nur selbst die Royal Knights waren in jeder Digi-Welt anders. Genau, definitiv. Die Royal Knights sind immer unterschiedlich in den verschiedenen Welten, die es gibt von Digimon. Aber es gab doch einen Cliffhanger am Ende des letzten. Den gab es auch bei Digimon Adventure Try. Und da wissen wir bis heute noch nicht, wohin dieser Cliffhanger führen soll, der Gamer. Also es gibt dauernd Cliffhanger und dann followen sie das nicht unbedingt, die Folgen der Sache nicht danach. Also so wie es aussieht, war das nicht ein Anfang von einer Filmereihe, sondern es war halt das einfach ein Einzelfilm im Endeffekt. Ach krass, Jibakuma. Über Try reden wir hier nicht. Doch, auf jeden Fall. Try ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Maximal in Ordnung. Meiner Meinung nach. Also, ich bin nicht so der größte Fan von Digimon Adventure Try gewesen. I'm sorry. Ich will da auch niemanden auf den Schlips treten. Genau. Wir haben auf jeden Fall Paragumon gerettet. Wir haben ihm diese Nuss gegeben, die ihn wieder geheilt hat, nachdem er die giftige Pflanze gegessen hat. Er empfindet uns also als eine gute Person. Und sie, sagt er jetzt auch, sie muss eine gute Person sein, denn sie versteht sich gut mit uns. Ich fand Try war in Ordnung, aber nicht gut. Genau, Uzumaki-Fan. Also, ja, in Japan gab es da was dazu, aber irgendwelche Hörspiel-CDs und so, das ist so albern, dass man da nicht eine vernünftige Story draus macht. Ah, ein Starpiece. Es hat einfach das Starpiece runtergeschluckt von dem Mädchen. Wann Abimon Zusammenfassung? Nie. Wahrscheinlich nie. Mal gucken. Solange ich es nicht sehe, ihr könnt gerne über Digimon Adventure Try reden. So. Ja, sie ist fast weinen gegangen wegen Paragumon. Paragumon, was hast du gemacht? A Packet Swarm, da gehen wir als nächstes hin. Genau. Glaubst du, Adventure wird noch erweitert oder wird nur Geld gemolken? Es wird nicht erweitert. Es wird, wenn, dann nur minimal Geld gemolken. Der letzte Film war auch nur Geldmelkerei. Molkerei, wie auch immer man dazu sagen möchte. Also, da wird nur noch gemolken. Digimon Adventure wird nicht mehr erweitert. Also, da wird nur noch gemolken. Ich habe das Gefühl, die schaffen es einfach nicht, das vernünftig auszubauen. Holy shit! Die Kleider von Digimon gehören zu den Digimon. Die sind Teile ihrer Daten.
Die harte Version von Jesus. Von Gott auf jeden Fall anscheinend, ne? Ich sollte jetzt nah genug am Mikrofon sein, denke ich. Okay, wir suchen jetzt... Ihr müsst bedenken, Pargomon hat jetzt dieses Sternstück gegessen, was dem Mädchen gehört hat. Sie ist jetzt sehr traurig. Pargomon möchte das Sternstück neu finden und es ihr wieder geben, ihr quasi schenken und sich entschuldigen. Und wir gehen jetzt mit ihm nach Packet Swamp, um dieses Sternstück zu finden. Ja, wir wollen denen jetzt helfen, wieder nach Hause zu kommen anscheinend. Wollen wir mal gucken. Oh, schaut mal, welche Digimon hier unterwegs sind. Was nach Frontier und Data Squad passiert. Allgemein muss man dazu sagen, es gibt so viele offene Enden, die halt nie behandelt worden sind. Das ist halt einfach schade. Tatoran sagt, und da stimme ich übrigens schon mal zu, also ich finde, es reicht halt mit der Malträtierung, sagt man das so, von Digimon Adventure. Ich mag Adventure, aber Try und das Reboot fand ich unnötig. Ja, ich muss sagen, Try war so ein Ding, das habe ich mir mal gegeben, das war okay. Das war jetzt nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte. Ich fand es nicht so gut. Ich fand es jetzt aber auch nicht grottig, sondern einfach nur langweilig, ist der richtige Begriff. Und das Reboot zu Digimon Adventure war schrecklich. Ich habe mir tatsächlich davon was erhofft, weil ich dachte, vielleicht bauen sie ab dieser Staffel eine komplett zusammenhängende Digi-Welt, wie eine neue eigene Digi-Welt, wo alles zusammenhängt und alles durchdacht ist und alles einen ernsten Anime-Plot hat, mit vergleichbar mit aktuellen Animes. Und ich habe mich so gefreut. Und dann war das der größte Flop ever. Das Reboot hatte coole Animationen, coole Kämpfe, coole Musik, sehr schön gezeichnet und das war's. Die Story war horrible, horrible vom Remake, vom Reboot. Ja, das Reboot lohnt sich halt einfach nicht. Also finde ich zumindest. Uzumaki-Fan sagt, Try war von der Idee her cool, aber hat dann am Ende mehr verwirrt als alles andere. Ja, also definitiv. Die Idee war nicht schlecht. Ich fand aber auch die Umsetzung unglaublich langweilig. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Das Reboot, aka die Tai-Show, ist halt einfach leider so. Die Tai-Show. Einfach nicht mal die Tai- und Mad-Show, wie es normalerweise bei Digimon Adventure ist, ne? Sondern diesmal nur die Tai-Show. Das ist richtig, das wusste ich vorher auch nicht. Story, Welt und Charaktere, was Adventure so gut gemacht hat, waren weg. Genau das. Ich hab das schon tausendmal gesagt, aber die Elemente, die Adventure erst so gut gemacht haben, die sind halt gar nicht mehr vorhanden gewesen. Die Elemente wie Storytelling, Pacing, dass die Charaktere sich entfalten konnten, dass man die kennenlernen konnte, dass die die Welt kennenlernen konnten, dass die da auch wirklich mal ein bisschen quatschen konnten. Die hatten nur noch Action. Also Digimon, das Reboot, war nur noch Action, eins nach dem anderen. Und tatsächlich ist es auch das, was die meisten Menschen heutzutage wollen, ne? Deswegen, die haben da schon getroffen, was die jüngere Generation meistens möchte. Aber ja, also es ist nichts, was ich gerne hätte in meinem Digimon. Digimon ist, finde ich, kein Werk, wo ein offenes Ende passt, der Community. Ja, finde ich auch nicht. Also Digimon ist so ein Werk, wenn du das offene Ende hast, es kann okay sein, aber du willst immer wissen, was hinter den Dingen steckt einfach. Und ich finde eigentlich so ein richtig... Der Abschied in Digimon Adventure war mit Abstand der beste Abschied bisher, weil er einfach so... Er war so endgültig und es hat einfach so ein Abenteuer abgeschlossen. So sollte es tatsächlich sein. Das Dusel sagt, die Story an sich fand ich im Reboot ehrlich gesagt besser als im Original. Einige Digitationen waren cool. Aber Umsetzung, genau, ich stimme dir zu. Die Idee war geiler, ne? Die Idee, Dusels, sie war... Deswegen habe ich auch am Anfang sehr viel Hoffnung gehabt, bis wir dann bei Devimon angekommen waren. Wenn ihr versteht, ich meine. Weil Devimon wurde als so ein actual Villain dargestellt, der vielleicht sogar eine Beweggründung hat und alles drum und dran, der Pläne hat, die wirklich nachvollziehbar sind und so. Und dann war das einfach Brute Forcing. Das war einfach, ich hau ihm auf die Fresse und der ist weg. Das war einfach nur Brute Forcing und das ist das Problem. Die Idee war richtig geil. Das wirklich, ich fand, das Digimon Adventure Reboot hatte geile Ideen, die super interessant waren. Aber ab dem Punkt mit Devimon wusste ich, dass sie nicht viel draus machen werden. Ich wusste genau,
Der Anime wird eine sehr schwache Story haben. Mittlerweile ist sogar Omnimon ausgelutscht, das ist true. Genau, also Omnimon in Folge 3 war so, okay, alles klar, Leute. Ja, Satoran, da stimme ich dir zu. Ich bin da absolut deiner Meinung da. Genau, nicht mal eine Romanze, sondern ich habe gedacht, bei Digimon Adventure Try ging es wenig am Anfang um Digimon, sondern es wirkte wie so Slice of Life, weißt du, so ein Slice of Life Anime, so ein 0815 Real World Anime mit ein paar Digimon Aspekten. Versteht ihr, was ich meine? Das hatte ich bei Try, das Gefühl. Visitmons Abschied war mega sad, definitiv. Also Digimon Adventure, die erste Staffel, ist Next Level Klassiker. Also es ist ein Klassiker, den werden sie wahrscheinlich auch nicht so erreichen nochmal von vielen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Kann die Kiste nicht öffnen? Genau, es ist halt sehr Slice of Life mäßig und das Ding ist halt, das ist auch mein größter Kritikpunkt. Ich muss da ehrlich sein, ich mag Slice of Life. Slice of Life Animes können echt cool sein, von Zeit zu Zeit. Wenn ich mich hinsetze und einen Slice of Life Anime sehen möchte, wenn ich Digimon sehen möchte, dann möchte ich kein Slice of Life Anime sehen. Versteht ihr, wie ich meine? Ist halt so, merkst du sie, ne? Also die haben nicht verstanden, wie Digimon Rules funktionieren. Tamers war auch sehr emotional. Genau, die verschiedenen Dinge. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als man verschiedene Digitationsabzweigungen gesehen hat. Ich habe mich gefühlt, als ob die endlich sagen, ja, Beli, du hast recht. Wir müssen wieder back to the roots gehen. Aber auf der anderen Art ist es halt so, dass ich halt letztendlich, ja, die Umsetzung scheiße fand. Und das Beste am Reboot sind die Digitationsabzweigungen, die Musik, die Animationen, die Kämpfe. Die sind cool, grundsätzlich. Aber ich fand die Story halt, wie gesagt, sehr schlecht umgesetzt. Die Idee, gibst du mich zu, die war cooler, die war interessanter, die war durchdachter, aber dann nicht so umgesetzt, wie sie durchdacht worden ist. Und das ist halt schade, weil warum macht man das dann? Also warum wirft man das denn weg? Dragon Ball hat Action in einem großen Maß mit Message verbunden. Ja, also ich würde auch, da stimme ich dir zu. Also ich bin auch der Meinung, dass ich bin zwar mit Dragon Ball aufgewachsen, ne? Ich liebe Dragon Ball, vor allem bis Dragon Ball Z. Großer Fanatiker von Dragon Ball, aber ich finde, im Vergleich zu anderen Animes ist die Story nicht so tiefgründig bei Dragon Ball, aber auch nicht so schlecht. Also da hat man schon auch verschiedene Elemente, die wirklich eine gute, so, man kann es sich nochmal anschauen. Also es ist etwas, was man verfolgen kann. Also ich finde zum Beispiel, immer wenn ich bei der Freezer-Saga ankomme, dann bin ich einfach happy, ne? Also die Freezer-Saga gucken ist einfach eine schöne Phase. Dragon Ball GT gibt's doch gar nicht, ist so. Aber lieber, ich bin ehrlich, Dragon Ball GT finde ich trotzdem noch besser als Dragon Ball Super zum größten Teil. Hot Take, ich weiß, ich sollte was trinken. Ja, auf jeden Fall. Ein Digimon Sad Moment Ranking wäre cool. Du hast eigentlich recht. Das wäre auch etwas, was man machen könnte. Das hat Potenzial. Geilster Moment immer noch, Gokus erste Verwandlung in einen Super Saiyajin. Ja, ich stimme zu, auf jeden Fall. Das war mit der tollste Moment in Dragon Ball Z. Definitiv. Boah, jetzt kriege ich wieder Bock, Dragon Ball Games zu zocken, Leute. Ich krieg Bock, Kakarot zu spielen. Akira Toriyama war einfach der Beste für Dragon Ball. Und jetzt habe ich Angst. Naja, ich sag's mal so. Angst um die Zukunft von Dragon Ball habe ich nicht, weil ich die Gegenwart von Dragon Ball schon nicht gut finde. Also nicht gut finde, aber ich bin nicht so deep drin in Dragon Ball Super. Das ist jetzt nichts, was mich zu sehr begeistert oder so. Aber ich bin ein sehr großer Fanatiker von Oldschool Dragon Ball. Magnet, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Für mich existiert Dragon Ball Super nicht. Ich bin so einer. Hot Take. Dragon Ball Super existiert nicht.
können nicht weiter digitieren. Also müssen wir im Prinzip, ob wir wollen oder nicht, digitieren. Genau, der Vierfacher Super Saiyajin war schon ein geiles Konzept. Sehr, sehr cool. Genau, ich mache definitiv einen Stream von Sparking Zero, sobald es raus ist. Und ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt die Knödel dafür habe. Die Knödel. Und dann machen wir das definitiv. Ich würde sogar auch sagen, dass Dragon Ball ein Werk ist, wo ein offenes Ende gut passt. Ja, weil sonst halt... Ich mag dieses Mysterium, dass Goku halt immer der OG Strongest ist am Ende der Geschichte. Und ja, ich finde Dragon Ball GT ist ein geiles Ende. Also Dragon Ball GT hat ein geiles Ende. Hat mir sehr gefallen. Wobei Dragon Ball Z auch ein cooles Ende hat. KeyGamer, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. So, Digi-Ritter Ottmann fragt, Shine Greymon oder Mirage Gao Gamon? Shine Greymon, all the way. Definitiv Shine Greymon. Dragon Ball Super konnte ich mir nicht geben. Ich auch nicht, Thomas. Ich bin nicht so der... Ich will es nicht verabscheuen, weil ich kenne es ja gar nicht so richtig. Aber es ist nicht so meins. Es ist... Was ich gesehen habe, hat mich nicht gecatcht. Ich bin mehr Team Dragon Ball GT, was das betrifft. Aber eigentlich, also ich sag's euch, wie es ist. Für mich ist Dragon Ball Classic und dann Dragon Ball Z. So, na, hast du heute schon lecker Eis gegessen? Nö, leider nicht. Gar kein Eis. Keine Eise. Keine nice Eise. Hier können wir nicht lang. Wir müssen definitiv einen Weg finden durch dieses Labyrinthi. Ihr kennt das bei mir. Wie wäre es wohl, wenn sie ein Digimon Adventure Anime machen, wo die 7, 8 Kinder-Nerds sind, die Digimon geschaut haben und versuchen sich auf ihre eigene Art an die Storyline zu halten? Nicht, dass es, das klingt verrückt. Das ist ein verrücktes Konzept und deswegen liebe ich es. Richtig, die Folge habe ich auch cool gefunden, dass du sitzt, da stimme ich dir zu. Ihr sagt, Zatoran fand Last Evolution Kizuna hat aber auch nicht so schlimm, wie das wegen dem Ende gesagt wurde. Mir hatte der Film das Gefühl gegeben, das vermeintliche Ende, das wir gesehen haben, nicht so bleiben muss. Ich weiß nicht. Sehe ich nicht ganz wie du. Also ich persönlich hatte schon den Eindruck, dass das mit dem... Ich denke, dass es mehr oder weniger zeigt, dass es in einer eigenen Realität, also in einer eigenen Timeline wieder existiert. Abseits von Digimon Adventure. Dass es wieder mal wieder eine eigene Timeline ist. Oh, das ist doch lieb, Magnet. Dankeschön schon mal. Ich gebe Bescheid, wenn es soweit ist. Also Sparking Zero werden wir auf jeden Fall streamen. Also ich habe richtig Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wie viel wir streamen. Das kommt darauf an, wie sehr mich das Spiel catcht. Aber es ist Dragon Ball. Let's be honest. Genau, also die Story von GT fand ich auch ein bisschen schwach. Deswegen ist für mich immer Dragon Ball bei Z zu Ende. Also nach Z. Aber ich finde tatsächlich, das Konzept vom Super Saiyan 4 war sehr, sehr cool. Das ist nicht mehr aus Digimon Seekers, sondern es ist aus Digimon Liberator. Das fasse ich aktuell für ein Video zusammen. Und ich persönlich finde die neue Imp Online ist sehr cool. Oh, Elpiri, da sagst du was. Was ist mit Sandland? Ich habe richtig Bock auf Sandland. Ich bin die ganze Zeit schon am Liebäugeln und denke mir, ah, Sandland. Aber bevor ich Sandland spiele, will ich auf jeden Fall zumindest... Ich will zumindest einmal vielleicht Hogwarts Legacy oder so gespielt haben, weil man muss dazu sagen... Also, mal gucken, in welcher Reihenfolge ich es spiele. Die Musik, kennt ihr das? Da kriege ich wieder Bock auf ein anderes Spiel. Sandland habe ich richtig Bock drauf irgendwie. Sandland ist ein Anime von Akira Toriyama. Es ist so, Maxi. Banjo-Kazooie, richtig, ja. Genau so. Einfach geil. Oh Mann, da kriege ich Bock auf Banjo-Kazooie. Ist doch nicht normal. Puh.
cool, Jibakoma. Ich will tatsächlich, ich würde es echt gerne streamen. Ich würde es gerne spielen. Nein, wir haben es wieder nicht geschafft. Irgendwas ist ja wrong. Wir finden den Weg nicht. Oh, Uzumaki-Fan, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dr. Slump auch. OG-Klassiker. Am Blue Dragon gab es ein Spiel zu, das habe ich auch. Aber nicht viel gespielt. Dass die Rare Replay nicht auf PC gebracht haben. Es ist so, was ist das denn? Also muss man allgemein dazu sagen, ich bin allgemein sauer auf Microsoft, dass sie Rareware überhaupt gekauft haben. Warum? Ich rege mich auf und frage mich, warum? Hol mir ein und zeig mir warum. Kennt ihr das? Genau. The games from Dragon Rod are very good Digimon fan games, for sure. Those are by far the best Digimon fan games out there. Especially the one with virtual pet gameplay, in my honest opinion. Das Lilimon heißt Herbert, ich breche ab. Es ist so, es heißt Herbert. Weil wir, ja, einer hat gesagt, nennt's Herbert und ich dachte, okay, Herbert, let's go. Herbert, let's go. Lilimon namens Herbert, man kennt ihn. Ist Dragon Quest nicht auch von Toriyama? Ja, Dragon Quest ist von Toriyama und Dragon Quest, ich weiß, auch wieder ein Hot Take, aber Dragon Quest ist mein Lieblingswerk von Akira Toriyama. Ich liebe also von seinen Zeichnungen. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, als wir damals Dragon Quest Monsters für die Switch gespielt haben. Ich liebe diese Monster-Designs. So, warum existierst du, Spiel? Oh. Diddy Kong Racing, das bessere Mario Kart, true. Banjo-Kazooie, das bessere Mario 64, true. GoldenEye, der erste Shooter, der mal ernst genommen worden ist. Auf einer Nintendo-Konsole zumindest. True. Man hört einfach wahrscheinlich gerade im Hintergrund den Krankenwagen bei mir. Special Effects, meine Digimon sind krank. Die müssen in den Wagen verfrachtet werden, wenn ihr versteht. Chrono Trigger ist auch ein Spiel, das Akira Toriyama animiert, also nicht animiert hat, aber die Charakter gemacht hat, so und die Arts und so, ja. Und die Monster, etc. Ah, man hört's nicht. Ja, meine Mikrofon-Settings sind wieder besser. Ja, kann ich verstehen, One. Also bei mir ist es so halb-halb. Ich bin immer noch ein großer Fan von Final Fantasy, aber Dragon Quest ist halt besser geworden mit der Zeit. Und, also besser, also als Eigenmarke, ne? Dragon Quest ist nie schlechter geworden über Zeit, sondern immer besser geworden über Zeit. So mein Empfinden. So, dann schauen wir mal. Ich sehe nichts mehr. Dragon Quest hat etwas beibehalten und verfeinert. Ich muss aber was sagen. Das nächste Dragon Quest soll ja ein Action-Turn, also Action-Kampfsystem haben, oder? Hab ich das richtig gehört? Dragon Quest 12 soll ein Action-Kampfsystem haben? Das Theme ist von Digimon World 2003. So sieht's aus. Stimmt es eigentlich, dass es wegen Dragon Quest Final Fantasy gibt? Nein. Die Spiele sind relativ zeitnah zueinander rausgekommen und waren einfach Konkurrenzspiele. Siehste mal, etwas trinken, Belias. Genau, ich trinke mal was. Ich finde den dämlichen Weg nicht, Leute. Das Dragon Ball Artbook, das Dragon Ball Artbook zu holen. Das klingt doch nach einer coolen Idee. Richtig, Habu Kazumasa ist der Typ, der zuständig war, der Director von den letzten großen Digimon-Spielen, ja.
Mal gucken, wer dieses Lied erkennt. So, den müssen wir auch einmal zusammen crabben hier. Es muss doch irgendwo... Ich glaube es nicht. Kann ich das hier nicht benutzen? Ich habe wieder das allgemein bekannte Zorro-Syndrom. Also gerade ist Zorro Next Level. Es ist aber auch eine ekelhafte Map. Also diese Map ist, glaube ich, die ekelhafteste im ersten Digimon-Story-Spiel. Wir haben uns letztens bei Liam Savers Another Mission angeschaut. Habe ich auch bei ihm geguckt. Und ja, das Spiel ist, also, das ist so, dass ich mir das nicht angucken werde, glaube ich. Vielleicht irgendwann, wenn es wirklich nichts anderes mehr gibt. Also wenn wirklich Bottom of the Barrel abgekratzt wird, ne? Das ist richtig. Du könntest bald digitieren, wenn es so weitergeht. Ich werde irre, ne? Ich werde ein bisschen irre. Bisschen. Mag jemand mir beim Weg helfen? Mag jemand mir beim Weg helfen? Alter Mann, ist kein D-Zug. Ich schaff's nicht über die Straße. Kann mich einer über die Straße begleiten? So, die Gegner. Es sind halt auch wirklich ekelhaft viele Zufallskämpfe hier, ne? Kann ich das hier nicht benutzen? Ernsthaft? Ah, ich seh den Unterschied. Okay. Den Passierschein A38. Und yo, Rexilien! Ehre geht raus an dich. Dankeschön für 22 Monate Resub. Dankeschön für deinen Support. So, ich habe mir das mal gebrannt für meine Chip PlayStation 2. Ging eigentlich, hatte mehr Spaß als mit Digimon World 4. Echt? Ich fand das Spiel nicht so gut, muss ich sagen. Habe ich da ein Wortspiel mit meinem Namen rausgehört? Magnet, oder? Einfach nur Magnet. Ich mag nicht, oder? Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht, Leute. Ich mag es nicht. Ich muss da irgendwie hochkommen. Hirsche, wie muss ich da hochkommen? Ist Digimon Super Rumble ein Tabuthema? Nö. Kannst du drüber reden mit mir jederzeit. Tabuthema würde ich nicht sagen. Ich kann aber halt sagen, was meine Meinung zum Spiel ist. Koppi, du Lieber! Schön, dass du da bist! Mira, das wäre super lieb von dir, ne? Wenn du mir da ein bisschen bei der Wegfindung hilfst. Gibt's eigentlich Infos zu einem internationalen Release von Digimon Super Rumble? Aktuell? Ach, mag jemand bei mir beim Weg helfen? Stimmt. Gibt's eigentlich Infos zum internationalen Release? Nochmal zurück zum Thema. Tatsächlich nicht. Also es gibt nichts Neues. Also es gibt keine neuen Infos, ob es einen Release gibt von Digimon Super Rumble im Westen. Sie haben es in der Überlegung gehabt vor einer relativ langen Zeit und seitdem ist nichts Neues mehr rausgekommen. Wieso Liam? Ich bin doch gar nicht Liam. What the hell? Oder auf wen ist es bezogen? Ist Liam überhaupt da? Liam ist doch gerade gar nicht da, oder? Oder irre ich mich? Ja, Trinity, jetzt verwechselst du mich auch noch mit Liam. Ich glaube nicht. Trinity? Du musst ja wissen, wo deine Ursprünge sind, Trinity. Und du musst ja wissen, wer der OG-Baba ist. Was? Jetzt habe ich eine Frage, um zu testen, ob du so ein Oldschooler bist. Warst du auch der Gamer, der bei gewissen Games selbst eine Karte gezeichnet hat? Zu 100%. Ich hatte immer früher so einen Zettel und dann habe ich auf diesen Zettel immer Sachen gemalt und geschrieben und so weiter und so fort. Dann habe ich diesen Zettel zusammengefalten und dann habe ich den immer in die Hülle mit reingemacht. So ein Ding ist das. Also wir müssen irgendwie ein Weg finden. Ein Weg muss gefunden werden. Es ist aber so, Magnet, ne? Es gibt keine echten Digimon-Fans. Digimon-Fans sind ein Gerücht. Richtig, Miklasch! Jetzt kommt's. Ich bräuchte jetzt die Hilfe der Wegfinder. Aber nee, genau das macht das Spiel ja gut. Also nicht das jetzt hier spezifisch, aber was ich gut finde an Spielen ist, wenn man Dinge schon selber rausfinden muss oder zumindest halt recherchieren muss, so, ne? Natürlich für Streamverhältnisse jetzt unangebracht ein bisschen. So. Wie wäre es, wenn du versuchen würdest, über die kleinen Abgründe zu hopsen? Ich glaube, das geht nicht. Warte mal. Kann ich das nicht benutzen?
Das geht nicht. Das ist auch schon ein Alzheimer. Ja, siehst du mal, ne? So ein alter Hase, so wie ich. So, schauen wir mal. Und Nerd Ruben, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Seit 3 Jahren folgst du mir. Trinity. Trinity! So sieht's aus. Ich glaube, drüber hopsen geht nicht, oder? Bald 4 Jahre schon, überlege ich mal, ne? Überlege mal. Komm, jetzt ist es aber der richtige, oder? Sieht schon etwas neuer aus. Ich glaube, das wird der richtige sein. Boah, was ist jetzt der richtige? Wir sind richtig. Boah, scheiße, Steven. Dabei ist es so ein gutes Spiel. Das musst du nochmal nachholen. Glaub mir, du verpasst was. Wird Zeit für einen Kuchen, so sieht das aus. Nein, das war der falsche. Okay, aber jetzt, wir wissen schon mal ein bisschen mehr. Wir wissen schon mal minimal mehr. Wir wissen jetzt, dass wir hier hin müssen. Bei mir ist es ekelhaft warm, wirklich ekelhaft warm. Das ist die Musik von Digimon World 1 auf der PlayStation 1. Bei mir ist es wirklich auch ekelhaft warm und ich verstehe nicht ganz warum. Es ist so, why? Why are you doing this to me? Da können wir nicht hoch, anscheinend. Ich glaube, hätte ich damals nicht random auf deinen Kanal nachgeschaut, wäre ich heute noch nicht da. Da musst du mal gucken. Der Algorithmus hat gegönnt. Der hat einfach gegönnt. Auf Ehrenbruderbasis hat er gegönnt. Kuchen für 4 Jahre Jubiläum Belias LP zuschauen. So, I got a DigiFarm report. Not today, my son. Not today, son. Ich denke... Boah, es wird schwierig. Wir sind irgendwo richtig. Also ich kann mir jetzt schon denken, wie ich laufen muss. Bevor wir am Ziel ankommen, ich hoffe, dass wir es heute noch schaffen, den Ort hier zu clearen. Exakt 30 Grad draußen. Boah, es wird schon, ne? Es wird warm. Es wird von eiskalt auf den nächsten Tag kochend heiß. Kann es sein? Kommt mir das nur so vor, weil ich alt werde? Aber es kommt mir echt so vor. Mann, scheiße, ich habe mich verlaufen, oder? Bitte sag nicht, dass ich mich verlaufen habe, Mann. Also nicht verlaufen, sondern wieder falscher Weg. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, Freunde. Wobei, vielleicht. Da ist eine neue Truhe. Wir sind schon mal Wir sind schon mal in der Nähe von einem neuen Ort, immerhin. Nico, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Durch den 100%-Run hast du mich damals entdeckt. Das freut mich. Das heißt, du bist ein Oldschool-Zuschauer von meinen Let's Play-Zeiten noch. Das freut mich immer zu hören. Und auch Drayson, schön, dass du da bist. Ah, okay, Trinity. Du hast gar nicht... Trinity, hast du, wenn du nicht nachgeschaut hättest, der Algorithmus hat dann halt gar nicht gegönnt bei dir. Wenn du nicht nachgeschaut hättest, dann hättest du gar nicht gewusst, dass ich wieder Videos mache, oder? Oh no, ich glaube, jetzt sind wir echt wieder verloren. So jung wie ich bin, ich bin nicht so jung, Nyra. Ich bin nicht so jung. Ich glaube, da unterschätzt du gerade unsere Altersspanne. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Nyra, aber du sagst zuerst. Ach, was für ein Kuchen. Also ich hätte gern eine Marzipan-Torte oder Marzipan-Kuchen, geht auch. Und Nico, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Sub.
Dankeschön für deinen Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Super lieb von dir. Jetzt sind wir schon bei 7 und wir sind jetzt insgesamt bei 238 Subs. Und das war dein dritter Monat, Nico. Danke dir. Du hast mich durch einen Zufall nach einem Khan-Video gesehen. Ah, nach Khan X, ne? Nö, sie hat ja mich gefragt, ne? Meine FPS lehnen ständig nach. Genau, weil das meine Speed-Taste ist. Ciao. Das ist meine Speed-Taste. Ja, siehst du mal, Trinity. Du bist 37. Da könntest du nicht meine Mutter sein. Was schätzt du? Wie alt schätzt du mich, Nira? Bin mal gespannt. Sag's mal nicht, Leute. Nee, das ist nicht der Khan-X. Aber mein Greymon, mein Metall-Greymon hieß damals Khan mit 2 A, weil das ist der Name von meinem Cousin. In real life. Thomas Smartphone sagt, ich habe dich über die Lore-Videos gefunden. Hast genau den Content, der mich interessiert. Ey, das freut mich sehr. Da gibt's auch in nächster Zeit mehr Stuff für euch. Das freut mich doch zu hören. Ich klinge nur jünger, als ich bin. Ich bin nicht so jung. Lord of the Knights macht mich älter, als ich bin. Ich würde sagen 25 bis 28. Ich werde dieses Jahr 35. Ich werde dieses Jahr 35. So. Wir bezeichnen zwar Beli als Boomer. Könnt ihr gerne machen, kein Problem. Das bin ich gewohnt. Macht meine Freundin auch. Aber aus Spaß. Sie meint das nicht ernst. Sie meint das eher witzig. Und es stört mich auch nicht. So. Oh, das freut mich. Das freut mich, dass du mich durch meine Let's Plays entdeckt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass noch Leute da sind, die aus meiner Let's Play-Zeit gekommen sind. Um ein Jahr hast du dich verschätzt. Ja, du hast mich fast getroffen. Auch nur Spaß gesagt. Ja, der hat mich älter gemacht, der Hund. Der zeigt ja mal hier. Spaß. So, wir wollen uns mal healen. Tatsächlich aber würde ich sagen, eher die MP von Lilimon, ne? Das sind so ziemlich die einzigen. Der einzige Wert, den ich wirklich healen muss gerade. Machen wir aber, weil wir nicht wissen, was uns bevorsteht. Siehst du mal, so viel älter bist du auch nicht. Du wörtlich, das ist true. Du erinnerst dich noch, Trinity. Überleg mal, wie lange du da bist, ne? Überleg mal, wie lange du schon da bist, ne? Das freut mich, dass du auch immer wieder kommst, Trinity. Das freut mich. Weil es zeigt, dass du schon Interesse hast irgendwo, ne? Das ist doch cool. So. Ribbit, this place feels so good. Togo und Gekomon hat sich hier einfach eingenistet. Das war mal gut so bei uns zu Hause. Kannst du nicht mit denen in Frieden leben, Togo und Gekomon? Und die sagen, nee, niemals. Ich möchte nicht mit denen zusammenleben. Das ist nur unser Zuhause jetzt. Niemand kann neben uns hier leben. Jetzt müssen wir kämpfen. Wir müssen actually kämpfen. Richtig gut, gut getroffen, Nira. Ja, ne? Es wäre geil, wenn jetzt da draußen im Gewitter wäre. Würde ich feiern. Wir müssen erstmal gegen die Gekomon kämpfen. Die Gekomon. Let's go. Bist du so alt? Bin ich gar nicht. Ich bin nur 40 Millionen Jahre älter als die letzte gefundene Mumie in der Gizeh-Pyramide. Leute, ich bin nur 4000 Jahre älter als Tutanchamun, ne? War nur Spaß, aber ist halt true, ne? Ist halt true. Ich bin auch so ein großer, wo mir das gerade einfällt, total out of context, aber ich bin ein extrem großer Fanatiker von Mythologie. Deswegen mag ich auch so Digimon-Lore und sowas. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, so einen Kanal zu machen über zwei Themen, die ich dann nicht... Ja, also es gibt zwei Themen, die mich im privaten Leben so interessieren, dass ich mir vorstellen könnte, darüber Videos zu machen. Aber es ist halt, ja, jetzt nichts
Anime-mäßiges. Das ist, viele würden das auch, oh nee, das macht ja so krasse Themen. Nee, das ist nicht so gut, würden jetzt viele denken. Also wenn ihr wüsstet, was für Themen das sind. Ehemaliger Adipositas-Patient. Okay. Gut überstanden, habe ich gehört. Wenn du sagst, du hast das überwunden, die Phase deines Lebens. Ich glaube, ich bin ja noch drin in dieser Phase. Ich habe einen Plan. Ein anderer YouTuber hat mich motiviert, einen Plan in Angriff zu nehmen. Ich möchte gerne richtig pumpen. Also nicht so richtig krass pumpen, bis ich aussehe wie The Rock oder so. Aber ich möchte abnehmen und dabei wirklich pumpen. Ich habe richtig Bock. So ein bisschen halt, so ein bisschen Muskeln. Wirklich Bock drauf. Und ein anderer YouTuber hat mich dazu motiviert, einfach durch seine Art. Es ist halt so schön, wie, ich weiß nicht, durch seine Positivität. Der antwortet auch immer freundlich. Das ist sogar ein Zuschauer von mir. Das freut mich, das freut mich. Und ich finde den einfach, der hat seine ganze Art und Weise und seinen Werdegang. Er hat ja auch seinen Werdegang sehr oft auf seinem Kanal erzählt. Also es geht um Riku Saiyajin, falls ihr den kennt. Und auch ein Zuschauer von uns. Und wir sind, und ich bin Zuschauer von ihm, ne? Und ja. Mega Bock drauf. Beli hat die Geburt von Jesus gestreamt. Letzter Stream war vor 2024 Jahren. So sieht's aus. Man muss dazu sagen, ich könnte, wenn ich jetzt Themen machen würde, die würden nicht mit Gaming zu tun haben und nicht mit Animes zu tun haben, dann würde ich wahrscheinlich so einen Kanal machen über Mythologie. Euch über Mythologie aufklären oder so. Auch in Lore-Formaten sozusagen. Worüber, was ich auch richtig geil fände, und das wäre natürlich ein sehr kontroverses Thema ist, ich würde gerne einen YouTube-Kanal machen über Verschwörungstheorien. Und zwar nicht, dass ich sage, oh ja, ich glaube das alles. Die meisten Verschwörungstheorien, 99%, sind natürlich Humbug, ne? Es ist halt aber einfach interessant. Es ist interessant, das zu sehen. Und ich möchte mich da auch gar nicht dann drüber lustig machen, sondern einfach, ich mag das Mysterium dahinter. Hinter manchen Verschwörungstheorien. Oh ja, nordische und griechische Mythologie sind auch mein Fachgebiet. Wobei, ich würde sagen, bei mir nordische und ägyptische ist mein Main-Ding. Beli, soll ich mich mal unbeliebt machen? Oh, sag doch. Prinz hier, der, wie heißt er doch gleich? Der hatte doch vorher einen anderen Namen. Ich weiß, wen du meinst, ne? Den habe ich auch so angeguckt, aber ich finde, der macht sich zu sehr lächerlich darüber. Sein Format geht darum, zu zeigen, oh, Verschwörungstheoretiker sind alles Idioten. Aber der Punkt ist halt einfach, dass es einige Dinge gibt bei Verschwörungstheorien, die wirklich sehr fraglich sind. Wo man nicht eine Antwort weiß, aber die schon fraglich sind auch. Ja, kenne ich noch, Trinity. Erzähl nicht davon. Mach das weg. Ich kann nicht mehr einloggen in den Kanal. Ich kann ihn nicht löschen. Da habe ich nur so Scheiße gelabert. So ein alter Hase bist du noch, Trinity. Da freue ich mich aber, dass du lange dabei bist, ne? Grayson sagt, habe in 3 Jahren über 240 Kilo abgenommen. Wog über 412 Kilo. Wow! Hype in den Chat für Grayson. Wie geil ist das denn, Mann? Ey, krass. Gratulation. Das finde ich krass, Grayson. Respekt. Ich habe größten Respekt vor dir. Ey, das ist ja richtig cool. Das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Der Mann, ey, Grayson, du hast abgenommen, du hast es geschafft. Respekt geht raus an dich. Oder Beli würde auf TikTok chillen und auch Haare abrasieren. Nee, Mann, das wäre nicht meins, ey. Pan fragt, welche Staffel magst du am liebsten von Digimon? Ich würde sagen, die erste. Also Digimon Adventure ist die beste Staffel für mich. Ich mag's Classic, ne? Ich mag Digimon Adventure, weil ich so den Zusammenhalt der verschiedenen Digi-Ritter einfach feier. Ich mag diesen Survival-Aspekt. Ich mag dieses ganze Feeling, die Moral, die man dabei gebracht kriegt. Aber ich würde sagen, meine Zweitlieblingsstaffel ist Digimon Tamers. Alter, Drayson. Durchgezogen. Mega gut. Genau, richtig. Genau, Lord of the Nights. Sehe ich auch so. Genau, der Ratio stimmt so, den du gesagt hast. Definitiv.
Merkst du sie? Da will einer richtig verbrannt werden hier mit den Fackeln. Cool, Nira. Ich guck's mir da mal rein. Ja, unter anderen Männern zu trainieren, wäre mir wahrscheinlich auch unangenehm, Miklas. Sage ich ganz ehrlich. Oder allgemein unter anderen Menschen zu trainieren, wäre mir wahrscheinlich anfangs unangenehm. Aber ich möchte wirklich in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Fitnessstudio gehe oder ob ich erstmal so anfange. Aber ich möchte in die Richtung gehen, wo ich abnehme und pumpe. Ich habe mega Bock drauf. Also nicht so viel, dass ich so Hulk-Level bin, aber so halt so ein bisschen so Muskeln und so würde ich schon feiern. Also ich habe das auch früher eine Zeit lang gemacht, aber jetzt nicht in dem großen Stil. Und ja, ich hätte halt Bock drauf einfach. Ich hätte Bock drauf. Aber der Skull-Satabon-Weg, auch sehr cool. Billia Smash ist einfach so, ne? So, wir haben Shoko und Gekomon zusammengeballert und haben gesagt, du wirst jetzt mit den Gozumon zusammenleben. Er sagt, okay, Meister, ich verstehe. Ja, schon. Und die nehmen das jetzt einfach an? Also, ich würde die Gozumon hier nicht zurücklassen. So, keine Sorge, wir können jetzt gut mit ihnen zusammenleben. Du musst dir keine Sorgen machen. Und schon gehen wir weg und die werden alle umgebracht. So, Digimon Data Squad, hit it like Markus, ist halt einfach so. Guten Appetit, Nyra. Xanthus, mein Freund, willkommen zurück. Einfach Belias, der World's Strongest Weep. Ne, ich glaube, Dings werde ich nicht überholen. Riku Saiyajin, wenn ihr Bock habt auf Japan-Content, das Leben in Japan und einen sehr sympathischen Mann, der da quasi Videos zu macht, wo man wirklich sagen kann, der Dude ist echt cool. Der ist selber Digimon-Fan, Dragon Ball-Fan, hat man ja am Namen, Riku Saiyajin, ne? Und der hat eine geile Geschichte, ein geiler Wertegang. Unbedingt mal reingucken, auf YouTube eingeben, Riku Saiyajin. Ich komme nicht so viel zum Spielen, aber Uzumaki-Fan, ich sag dir, wie es ist meistens so. Es ist meistens so. Vanessa, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen, kein Problem. Mhm. Richtig, wir haben jetzt auch ein Sternstück wieder zurückbekommen für Pagumon, damit er es Ellie schenken kann, dem Mädchen, wo er das Sternstück von gegessen hat und ihr sich quasi bei ihr damit entschuldigen kann. And his name is Billy Sina. Du, 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 du. Nein, also das ist natürlich so krass auch wieder nicht. Also das weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriegen würde, aber ich möchte echt einfach abnehmen und dabei tatsächlich etwas pumpen, ein bisschen. Ey, Drayson, super geil. Wie gesagt, gut, dass du so motivierst. Du hast es geschafft. Du bist ein G. Du hast es geschafft. Lord of the Knights. Ganz dünnes Eis, auf dem du läufst. Na, na, na. So will ich das hier aber nicht hören. Ich nehme das mal einfach als Scherz an von dir. Ich finde ihn nett und sympathisch. Meinst du hier Riku Saiyajin? Ja, den finde ich richtig nett und sympathisch. Der hat eine... Ja, weiß nicht, der hat so eine positive Art. Ich mag das. Ich mag das, Freunde. Ja, Ragnar, du kommst dann mit mir pumpen. Wir gehen dann pumpen. Ich nehme ab und du baust auf. Muskeln halt aber. Dann sind wir zwei Maschinen einfach. Es ist halt einfach so. So, Freunde. Wir sind back in the building und ich glaube, ich weiß gar nicht. Ist Pagumon bei uns? Ah ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal wieder in die Farm. Kann ich mitgucken? Naja, klar, Xanthus. Wir drei gehen pumpen dann zusammen. Mal kurz gucken, was gepostet worden ist. So, einmal gucken. So, mal kurz gucken. Einmal in Kunst. Yo, wie cool ist das denn? Und richtig gut gezeichnet. Danke dir. Hey, wie cool ist dann? Schaut mal auf den Discord in den Kunst-Channel. Wow, das ist ja krass. Hey, krass. Wirklich gut gezeichnet. Dankeschön, Pan. Hey, wie cool ist das denn? Das ist wirklich cool, oder?
Das ist der Taichi aus meinem Lieblingsmanga. Oh, das ist der Taichi aus meinem Lieblingsmanga. Zusammen, also aus V-Tamer Zero One. Zusammen mit Zero Maru. Ey, freut mich zu hören, Nico. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin jetzt so jemand, der leider viel zu viele Jahre... Ich sag's euch, wie es ist. Ich will keine Ausreden finden, warum ich so viel Gewicht zugenommen habe, weil man könnte jetzt dies und jenes sagen und blablabla, am Ende des Tages ist es mein eigenes Verschulden, weil ich habe keine Krankheit oder so, sondern ich habe einfach mich sozusagen gehen lassen, weil sehr viele Dinge früher, vor vielen Jahren, mich in Real Life einfach belastet haben. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin wirklich ehrlich. Es gab Dinge in Real Life, die haben mich einfach wirklich mental komplett vernichtet früher. Sehr, sehr viele Jahre und trotzdem, derzeit habe ich mich gehen lassen. Das ist meine Schuld. Und ich bin eigentlich mittlerweile so, dass ich zum Beispiel nur Wasser trinke, so gut wie nur Wasser trinke und versuche, in die Richtung zu kommen, abzunehmen und wieder was aus mir zu machen, auf meine Gesundheit zu achten, weil ich finde es wichtig. Es ist der falsche Weg zu sagen, es ist okay, dick zu sein. Ja, es ist in Ordnung, dick zu sein, aber es ist nicht gesund. Man sollte nicht gemobbt werden, dick zu sein. Man sollte nicht fertig gemacht werden, dick zu sein. Aber man sollte, es ist ungesund und man sollte versuchen, um für sein eigenes Wohl daran zu arbeiten. Glaubt mir. Und das möchte ich eigentlich auch machen. Und Ruben, danke, nicht mal Ruben, sondern Xanthos. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen verschenkten Sub. Dankeschön für deinen Support. Ja, so sieht's aus, Ragnar. Es gibt zu viel leckeres Essen. Fühl ich? Ist richtig? Aber ja, aber voll cool, die Zeichnung. Gefällt mir. Dankeschön für die Zeichnung. Wo kommt denn die Sequenz, wo wir uns mit... Also, wir reden nochmal mit Baihumon? Ich bin gerade perplex. Ein bisschen. Tyranita, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen, ja. Zeitlich bist du ein bisschen knapp dran, aber kann man nichts machen. Wichtig für euch ist, morgen geht es weiter mit Digimon. Ich werde diese Woche mal eine Digimon-Woche machen. Das bedeutet, dass wir jeden Streamtag, also morgen 15 bis 18 Uhr Digimon spielen, Freitag 15 bis 18 Uhr Digimon und am Samstag 19 bis 22 Uhr Digimon. Es gibt eine Digimon-Week. Ja, ich weiß, was du meinst, Lord of the Knights, aber da gibt es keine Ausreden. Einfach pushen, pushen, pushen jetzt. Und Blue Dragon, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen hier im Stream. So, und wer abnehmen will, sollte erstmal seine Makros und seine Kalorien berechnen. Und dann 2-3 Monate per App tracken. Oft isst man mehr, als man muss, beziehungsweise sollte, weil es so lecker ist. Ey, definitiv ist das mein Problem. Aber ich glaube, dass morgen Digimon und Feiertag an einem Tag, ne? Überleg mal. Ich glaube, dass man wirklich gut abnehmen kann, auch wenn man ein bisschen Sport macht und auf die Ernährung achtet als Kombination. Doch, ich kann auch gerne in die Food-Ecke schauen. Lass mal gucken. Ui, guten Appetit, sieht lecker aus. Boah, habe ich mir auch immer gegönnt. Genauso habe ich mir das Ganze auch immer gegönnt. Ja, man kann trotzdem abnehmen und Sushi essen, definitiv. Oh ja, Nico, das glaube ich dir allerdings. Aber ey, ich glaube auch an dich, wenn du das schon mal geschafft hast, so wirklich effizient und diszipliniert zu trainieren. Ich glaube, dann kannst du es wieder schaffen, Nico. Und man muss auch wirklich sagen, ich finde es immer schade, wenn man zum Beispiel jemanden, der Bodybuilding betreibt oder wirklich auf seine Gesundheit achtet, sportlich gesehen und ernährungstechnisch gesehen. Denn Bodybuilding ist beides in Kombination. Die Ernährung, also wirklich Bodybuilding ist die Ernährung und der sportliche Aspekt in Bezug auf die Gesundheit. Und ich finde es wunderbar, wenn ein Mensch sowas halt für sich aufnimmt und dann halt diszipliniert daran arbeitet. Das Ding ist halt, ich finde es immer schade, wenn man so jemanden wie zum Beispiel den Riku, wenn man da unter seine Videos geht und sagt, er ist ein Proll oder so.
Der sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Proll, ne? Der hat halt an sich gearbeitet, der hat diszipliniert, hat eher Fitness betrieben und hat dementsprechend seinen Körper quasi ausgebildet, ne? Er hat seinen Körper ausgebildet, hat den Körper verbessert und dann kann er auch stolz darauf sein und den auch zeigen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, und deswegen, ich finde das immer schrecklich, wenn die Leute auch sagen, ja, weiß nicht, das ist halt, da ist ja nicht viel bei. Das ist unglaublich viel, also es ist wirklich eine, da muss man wirklich diszipliniert für sein, für sowas. Versteht ihr, wie ich meine? Und Taichi, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen verschenkten Sub. Dankeschön für deinen Support. Genau. Ja, Vanessa, so schnell kann es gehen, ne? Also bei mir, wie gesagt, ist auch die 30er waren, ups, nicht so toll, ne? Also ich bin mittlerweile bald 35 und die 30er haben reingehauen. Sagen wir es mal, wie es ist. Ne? Sagen wir es mal, wie es ist. So, dann wollen wir mal gucken. Was sollst du jetzt zeichnen? Oh, gute Frage. Wie wär's mit einem... Zeichne doch mal... Willst du noch ein Digimon zeichnen? Wie wär's, wenn du ein... Boah, zeichne ein... Jetzt kommt was ganz Komplexes. Das kriegst du aber hin. Ein Hex-Blaumon. Das wird so geschrieben. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jetzt wird's so richtig komplex. Ich bin mal gespannt. Hex-Blaumon. Genau, so, wir sind auf jeden Fall, wir müssen jetzt mal rausfinden, wo ist denn jetzt hier, crazy, wir müssen jetzt eigentlich Pagumon suchen, aber ich finde es nirgends. Achso, ist sie hier? Da ist Ellie. Perfekt. Ist aber schon komplexer. Ist Hexblaumon eigentlich ein deutscher Name? Ja. Ist im Prinzip ein deutscher Name, wenn man so möchte. War das nicht das Digi, was damals verbuggt war? Richtig. Doromon wäre auch cool. So. Pagumon überreicht den Sternsplitter, den er für sie gefunden hat. Pagumon ist doch kein so schlechter. Ich würde sagen, Lugmon? Doromon und Lugamon, deine Favorites? Hexe erinnert dich an deine Oma Ragnar. Ist halt einfach so, ne? So, wie hilft denn dein Bracelet dabei? Beim Abnehmen an sich? Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang früher das Bracelet sehr aktiv genutzt. Da war ich noch in meiner letzten Beziehung. Da hat sie das ja auch benutzt, ne? Also hier, erinnert euch Nami und ich, wir haben ja beide die Bracelets benutzt. Und da haben wir tatsächlich schon auch viel Bewegung dadurch gekriegt. Wir haben auch früher zusammen Pokémon Go gespielt, haben wir auch viel Bewegung gekriegt. Und ja, also seit das vorbei ist, habe ich das Bracelet halt nicht mehr benutzt. Erstmal. Aber ich habe das Bracelet noch und ich habe auf jeden Fall vor, dazu Videos zu machen. Und ich habe vor, das wieder aktiver zu benutzen, sodass man da auch mal drauf eingehen kann. Und vielleicht unterstützt mich das ja. Aber aktuell benutze ich es halt nicht. Seitdem, ne? Sagen wir es mal so. Das normale Vital Bracelet habe ich durch Klimmzüge und Bankdrücken zerstört. Tut es nicht, spazieren gehen reicht. Das klingt brutal, aber ja, glaube ich dir. Er möchte People happy machen. Finde ich gut. Gute Idee, Pagumon. Oh, und eine mysteriöse Stimme sagt, ist das deine Vorstellung von einem Digimon, das heranwächst? Ha, wie lächerlich. Gewartete Schwärmer. Und Tomaru übrigens, falls ich dich noch nicht begrüßt habe. Herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest, ne? Ich freue mich immer über deine schönen Kommentare, weil du bist auch jemand, der sich sehr ausführlich mit Digimon auskennt. Ne? Da fühlt man sich gleich, da fühlt man sich direkt wie zu Hause und es ist schön, wenn du dann coole Sachen in die Kommentare schreibst. Ich freue mich immer. So. Alphamon aus einer der Royal Knights. Er macht sich lustig über Pagumon. There's no room for kindness, sagt er. Wie bitte?
So. Ah, Nyra, ich sehe es gerade. Du nutzt deine Vital Bracelets, ne? Also dein Vital Bracelet. Es freut mich, dass es dir helfen kann, Nyra. Sehr, sehr cool. Das freut mich. Bei mir leider nicht so. Wie gesagt, nicht im Moment. Es war mal so, aber ja, mittlerweile nicht mehr so. Mit dem Vital Bracelet. Aber cool, dass du es benutzt, Nyra. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Ja, also Alphamon stimmt unseren Vorstellungen von der Liebe und Zusammenhalt zwischen Digimon und Menschen nicht zu. Ist typisch die Meinung von Yggdrasil auch. Ja, Nico, kann ich mir gut vorstellen. Ich war früher immer ein sehr willensstarker Mensch schon. Also ich war mein ganzes Leben lang schon ein sehr willensstarker Mensch. Ich war immer der, der eiskalt... Also ich habe zwar auch mal Alkohol eine Zeit lang getrunken. Das war ein sehr, sehr kurzer Zeitraum tatsächlich in meiner Jugendzeit. So der Übergang zwischen, ich glaube, ich war zwischen 16 und 19 oder so. Und danach komplett aufgehört mit Alkohol. Und nicht mal 19, ich glaube 16 bis 18 oder so. Ne? Da muss man dazu sagen... Ich habe dann aufgehört mit Alkohol, ich bin dabei geblieben und mir war das ganz egal, was die anderen in der Clique sagen. Ich war da eher so ein Trendsetter. So viele Real-Life-Freunde hatte ich auch wieder nicht, nur 2, 3 Stück. Und mit denen auch nicht so viel Kontakt, sondern ich bin eher immer so der Einzelgänger gewesen, hatte viele Online-Freunde. Und ja, du brauchst nichts versprechen, Pan, aber es ist cool, wenn du... Du kannst dir ja alle Ruhe und alle Zeit der Welt lassen, weißt du, wie ich meine? Genau, so war es bei mir im Prinzip auch, Nico. Und ich bin da immer... am Start gewesen. Ey, 1989, da war ich 0 Jahre alt. Da bin ich geboren worden in dem Jahr. Benny, mein Freund, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wie geht's dir und deinem LKW? Fährst du noch LKW? Ja, siehst du mal, Taichi, ne? Finde ich gut, dass du das so durchziehst. Habe ich mir alle aufgeschrieben. Cool, so viele Digimon. Du kannst dir Zeit lassen. Du hast jetzt erstmal eins für mich gezeichnet und deswegen lass dir mal ruhig Zeit. In LKWs geht's super. Ey, Benny, das freut mich. Ich hoffe, dass du da immer weiter Erfolg mit haben wirst, ne? Ich erinnere mich noch an das Garumon. Es ist halt so, wie es geschrien hat. Alter Disco Fox. Was? What? What? Nee, also 89 war ich tatsächlich 0. Da bin ich geboren worden. What? So, wir müssen auf jeden Fall die nächste Mission machen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da machen müssen. Aber, Phil ist hier. Wir lesen uns noch das durch, denn jetzt ist 20 Uhr. Der Stream ist jetzt erstmal vorbei. Ich habe gar nicht auf die Uhr geachtet, ganz kurz. Oh, Phil wurde von Devimon geschnappt, oder... Ah, nee, Ellie wurde... Nee, Phil steht vor uns. Und Ellie wurde von Devimon entführt. Und das Pagumon muss in den Drain-Tunnel gebracht werden. Billy, gibt es eigentlich ein Spiel, wo du sagst, das muss jeder mal gespielt haben? Ey, wenn es ein JRPG sein darf, dann würde ich sagen Final Fantasy X. Final Fantasy VII und Final Fantasy X. Würde ich sagen, muss jeder mal gespielt haben, definitiv. Oder Final Fantasy IX auch. Ja, Benny, sorry, das ist... Benny, ich sag dir mal was, ne? Morgen ist Feiertag, musst du morgen arbeiten? Morgen mache ich wieder Digimon-Action von 15 bis 18 Uhr, falls du nicht arbeiten musst, ne? Bei mir ist es so, ich mache jetzt die ganze Woche Digimon-Streams. Morgen ist ja auch Feiertag, deswegen 15 bis 18 Uhr, ganz wichtig. Nochmal für alle, die jetzt gerade am Start sind. Wir werden morgen 15 bis 18 Uhr Digimon spielen, Freitag 15 bis 18 Uhr. Und wir werden am Samstag 19 bis 22 Uhr Digimon spielen, ne? Also wirklich, die ganze Woche, wenn du einen Abendstream willst, Benny, Samstag 19 bis 22 Uhr. Also jetzt jede Woche, ihr könnt euch darauf einstellen, dienstags 18 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags 15 bis 18 Uhr und samstags 19 bis 22 Uhr. Also schaut unbedingt rein, ich freue mich drauf. Kannst du gerne machen, Maxi, kannst du gerne machen. Aber ich hab's auch schon im News-Channel steht's schon drin. Du kannst es ja einfach mal so in den normalen Channel reinballern.
So, Freunde. Ey, das klingt cool, Benni. Ich wünsche euch guten Appetit dabei, ne? Also, Freunde. Das war's erstmal für den heutigen Stream. Ich danke euch nochmal vielmals für die ganzen Subs. Morgen startet ein neuer Monat, was die Einnahmen betrifft. Und ich danke euch vielmals für euren Support. Dankeschön, dass ihr beide Chats aktiv haltet. Und dann würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch gleich noch einen schönen Abend. Später eine gute Nacht. Und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin. Ciao, ciao.